Ein Flugzeug mit Bomben und das war Haus neben uns. Und dann kommt um 2, 3 Minuten noch einer und auch dieses Geräusch neben uns. Und wir haben nur gebeten, bitte nicht in unser Haus, wir haben hier Kinder. Russisch ist meine Muttersprache, aber man ist so wütend, dass man anfängt, auch dieses Element in sich zu hassen. In Namibia selber haben wir 13 Hauptvölker. Und da wird einem immer gesagt, oh, du bist Deutscher, du bist Deutscher, du bist Deutscher. Okay, alles klar, ich bin Deutscher. Und dann kommst du das erste Mal nach Deutschland und dann merkst du ganz schnell, nee, du bist kein Deutscher. Ich hatte eine unglaublich schöne Kindheit, aber eben weil meine Mutter immer darum gekämpft hat, um alles kämpfen musste, dass ich genau diese Kindheit haben konnte. Also sie hat mich dann noch mal im Heim besucht und hat mich dann nicht mehr erkannt. Oh. Also sie hat dann gesagt zu der Erzieherin, ich habe da gestanden und dann hat sie gesagt, bringen Sie mir meinen Sohn, das ist nicht mein Sohn. Und da habe ich eigentlich abgeschlossen mit meiner Mutter damals schon. Herzlich willkommen im Nachtcafé, schön, dass Sie da sind. Wo komme ich her, wo will ich hin? Das sind ja zwei Fragen, die durchaus miteinander verbunden sind, denn wie wir aufwachsen, was uns mitgegeben wird, das beeinflusst ja durchaus unsere Persönlichkeit und vielleicht auch den Weg, den wir dann einschlagen. Wie die Herkunft unser Leben bestimmt, das ist unser Thema heute im Nachtcafé und ich freue mich sehr auf Detlef Soest. Detlef Soest hatte alles andere als eine glückliche Kindheit. Vom Vater verleugnet, von der schwerkranken Mutter vernachlässigt, seit dem 9. Geburtstag im Kinderheim aufgewachsen. Wie ihn seine Herkunft geprägt und zum Erfolg geführt hat, das erzählt uns Detlef Soest. Auch Ricarda Lang hat ihren Erfolg als Politikerin ihrer Vergangenheit zu verdanken. Von ihrer alleinerziehenden Mutter lernte sie viel über soziale Gerechtigkeit und über die Werte, die ihre Arbeit als Parteivorsitzende der Grünen bis heute bestimmen. Und auch ihre Kindheit im Ländle beeinflusste ihr Leben. Warum? Das erfahren wir heute von Ricarda Lang. 8 Tage lang harrte Lisa Dihorova im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ukraine aus, um sich vor dem Bombenhagel der russischen Angriffsraketen zu schützen. Dann entschied sie, nach Deutschland zu fliehen. Wie der Krieg ihr Leben schlagartig veränderte und sie von ihrer Heimat und ihrer Familie trennte, das hören wir von Lisa Dihorova. Danke, dass Sie heute bei uns sind. Katharina Martin-Virolainen ist gebürtige Russin und auch sie schmerzt der Krieg in der Ukraine sehr. Nicht nur, weil sie auch ukrainische Wurzeln hat, sondern auch aus Trauer über ihr altes Heimatland, die russische Sprache, die russische Kultur. Wie sie sich mit der Ukraine solidarisiert und wieso sie sich nicht mehr traut, auf Russisch auf der Straße zu telefonieren, erzählt uns Katharina Martin-Virolainen. Der Musiker Erik Sell alias Ees stammt aus Namibia. Die Liebe und die Karriere zogen ihn nach Deutschland, ein für ihn erstmal sehr fremdes und seltsames Land. Als Künstler unter dem Namen Ees bringt er die namibische Kultur auch zu uns und pendelt seitdem zwischen den Welten. Wo heute seine Heimat liegt, auch das erfahren wir heute von Erik Sell alias Ees. Ursula Nuber weiß als Psychologin um die Bedeutung unserer Vergangenheit für unsere Zukunft. Sie weiß, wie unsere Herkunft, unsere Identität und unser ganzes Leben beeinflussen. Und sie verrät uns heute, wie wir aus unseren Wurzeln, egal wie sie aussehen, auch unsere Stärke machen können. Herzlich willkommen an Frau Nuber und an alle hier in der Runde. Frau Dihorova, Sie kommen aus der Ukraine, sind jetzt während des Krieges geflohen aus ihrer Heimat. Nun ist Heimat, sind ja auch die Menschen, sind die Familie. Ihr Vater ist mittlerweile auch in Deutschland. Ja. Wie geht's Ihrer Mutter? Wie geht's Ihren Brüdern? Meine Mutter und meine 2 Brüder sind noch in der Ukraine. Und wir telefonieren jeden Tag. Und soweit wie ich weiß, jetzt ist, sie sind in Sicherheit. Sind in Sicherheit. Ja, und, aber ich weiß nicht, weil eine Stunde haben wir nicht gesprochen, dann vielleicht etwas passiert, aber dein letzter Anruf war alles normal. Erstmal vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns sind und uns über Ihre Herkunft berichten, auch über das, was Sie in den letzten Wochen erlebt haben. Wir werden heute über die Ukraine reden, Frau Nuber, aber nicht ausschließlich. Wir werden uns aus unterschiedlichen Perspektiven der Frage nähern, wie die Herkunft unserer Leben bestimmt.
Sie zitieren öfter mal einen Satz: Zukunft braucht Herkunft. Ja. Warum? Also, wie meinen Sie das? Der Satz stammt nicht von mir, sondern von einem Philosophen. Aber ich finde den sehr richtig, weil wir müssen wissen, wo wir herkommen. Wir müssen wissen, was uns geprägt hat. Wir müssen wissen, ja auch, was wir auf unseren Schultern haben, also wie sie uns vielleicht belasten oder ausbremsen können. Und erst wenn wir das wissen und wenn wir es akzeptieren, können wir nach vorne schauen, also nach vorne gehen, vorwärts leben und auch Zukunft gestalten, weil die Herkunft können wir nicht gestalten. Die haben wir gekriegt, die ist so, wie sie ist. Aber wir haben diesen Freiraum, diesen Gestaltungsspielraum, um aus der Herkunft dann eine Zukunft zu machen. Deswegen finde ich den Satz so passend. Die Herkunft haben wir gekriegt. Sie, Herr Soest, sind Sohn eines Ghanaers und einer Deutschen. Als Sie geboren wurden, war Ihre Mutter aber mit einem deutschen Ehemann verheiratet. Erzählen Sie mal, was wissen Sie über diese damalige Situation? Ja, das war natürlich wenn man das jetzt erzählt, das ist ein bisschen eine skurrile Situation, aber ich glaube, das passiert oft. Meine Mutter, Erna, war verheiratet mit Günther, hatte aber eine Affäre mit meinem ghanaischen Vater. Mhm. Weil Günther vorher fremdgegangen war und meine Mutter dann sozusagen Revanche oder Leid teilen, ich weiß es nicht. Genau. Ja. Und sie hat dann im Grunde genommen die gesamte Schwangerschaft lang mit der Angst gelebt oder mit der Unwissenheit, von wem ist jetzt eigentlich das Kind? Mhm. Also von, und Günther dachte ja auch, Günther Deutscher, dass ich sein Kind bin. Mhm. Als ich geboren wurde, hat er mich sogar 2 Monate lang gewickelt. Und hat nicht erkannt, dass das nicht sein Kind ist. Vielleicht war das väterliche Glücksgefühle oder ähnlich. Mhm. Und erst als seine Mutter kam, also meine vermeintliche Oma, und die hat dann in das Bett reingeguckt und hat gesagt, Günther, das ist nicht dein Kind. Das kann nicht dein Kind sein. Aus heutiger Situation kann ich fast darüber lachen, weil es so skurril ist. Ja, aber es war aber damit dramatisch, ist, genau, damit ist natürlich damals dann das Drama losgegangen, weil das dann in Scheidung und in Trennung natürlich endete. Mein eigentlicher Vater, wie wir es vorhin schon gehört haben, hat mich abgelehnt, auch vor Gericht abgelehnt, hat gesagt, die Frau lügt, meine Mutter lügt, das ist nicht mein Kind. Somit hat dann die DDR sozusagen die Vormundschaft übernommen. Und meine Mama war ja sehr krank. Meine Mama war manisch-depressiv und das hat sich dann natürlich noch mal intensiviert in dieser Zeit. Verstehe. Sie haben auch eine ältere Schwester? Evelyn, und die war von Günther und von Erna. Ich hoffe, jetzt kommen noch alle mit. Ja, ja, Günther, klar. Und Erna. Erna, Mutter, Günther, jemand. Und fand es natürlich nicht so schön, dass ich im Grunde genommen jetzt die Familie von ihr zerstört habe. Also, ich meine, Sie waren es ja nun nicht wirklich. Naja, aber als Kind, meine Schwester war 7, als ich gekommen bin. Und sie hat Ihnen die Schuld dann sozusagen gegeben? Ich glaube, als Erwachsener nicht mehr. Aber als Kind, glaube ich, hat es schon für sie irgendwas. Vielleicht war es nicht Schuld, vielleicht war es einfach das Gefühl, dass ich der Auslöser war für ihr Leid. Verstehe. Und Sie haben gesagt, Ihre Mutter war krank und das hat sich noch mal verstärkt. Was hatte sie denn? Welche Probleme hatte sie? Sie war manisch-depressiv. Ja. Und ich war zum Beispiel im Schlüsselkind, also bin in die Kita gegangen und bin immer alleine nach Hause gelaufen. Und als ich als 4-Jähriger nach Hause kam, habe ich den Schlüssel umgedreht, bin ins Zimmer rein, also in die Wohnung, und links war unsere Küche und da lag sie unten am Boden regungslos, lauter leere Tablettenschachteln und leere Alkoholflaschen um sie drumherum. Das war also das erste Mal, dass ich es bei ihr erlebt habe, dass sie versucht hat, sich selbst in einer depressiven Phase umzubringen. Und Sie waren 4? Ich war 4. Und dann? Ich bin dann rübergerannt zu den Nachbarn und habe die geholt und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und sie konnte auch gerettet werden. Aber der Arzt hat damals schon gesagt, ja, ich konnte sie jetzt retten, aber sie wird es immer wieder tun, weil sie halt diese Krankheit hat. War sie denn dann phasenweise wieder dann da und ihre Mutter und mit der Liebe auch für sie? Genau, so war das. Und das ist ganz verrückt. Wir sind dann auch umgezogen damals und meine Schwester ist mit jungen Jahren, mit 15 schon schwanger geworden dann. Mhm. Hat also zwar in der Wohnung, in der kleinen Wohnung mit gewohnt, aber mit ihrem Freund und ihrer Tochter Sandy dann in einem Zimmer und war eigentlich nie da. Und meine Mutter hatte mal Situationen, wo sie positiv war, wo ich sie erlebt habe. Und dann hatte sie aber wieder Schübe, wo sie mir hinterhergerannt ist und gesagt hat, woher kommt das Kind? Wer hat dieses Kind geschickt? Das ist vom Teufel.
Das habe ich natürlich nicht so richtig verstanden. Und im nächsten Augenblick lag sie dann wieder nur in ihrem Bett mit dem Blick zum Fenster, also weg von mir. Und eigentlich war ich, und das soll nicht mitleidig klingen, aber ich war eigentlich so ein bisschen Detlef allein zu Hause. Weißt Wollte du? Ich gerade fragen. Auf der einen Seite die Schwester, die schon eine Familie hat, auf der anderen die Mutter, die sehr krank ist. Und ich erinnere mich an eine Szene, da habe ich so eine Wut darüber bekommen, dass ich so alleine bin, dass ich eine ganze Packung Eier einzeln schreiend in der Küche an die Wand geworfen habe. Ja, ich bin so, auch noch da. Ja, genau. So, hier. Weißt du, so ja. Um gehört zu werden, weil ich halt nicht gehört wurde. Ja. Aber natürlich hat in der Schule die Lehrer natürlich mitbekommen, dass ich verwahrlost war und dass ich auch nie mit Essen oder Trinken in die Schule gekommen bin. Glücklicherweise gab es damals noch Freimilch, also dass in der Schule in der DDR Milch ohne Kosten bekommen. Und dann haben die Kinder mir Essen mitgebracht und die Lehrer. Aber natürlich haben die Lehrer dann das Jugendamt auch unterrichtet. Und die kamen dann, wie wir vorhin sagten, oder schon gehört haben, die kamen dann einen Tag vor meinem 9. Geburtstag zu uns. Ja. Und haben das halt gesehen und haben gesagt, der Junge muss sofort ins Heim. Und war das dann sowas, wenn wir über Herkunft reden, wie eine zweite Herkunft für Sie? Die Heimzeit dann? Ja, das musste ja eigentlich so sein. Ich musste ja, es ist ja ein bisschen wie drei Herkünfte. Ja. Sagt man Herkünfte? Ich weiß nicht. Wir sagen das heute so, okay. Heute. Also einmal meine genetische, also auch afrikanische Herkunft, dann die ersten 9 Jahre meines Lebens und dann die nächsten Jahre, in denen ich dann halt, die ich dann halt im Heim verbracht habe, weil meine Mama ist auch nie mehr gesund geworden und ist gestorben, als ich 13 war. Hat sie Sie denn noch mal im Heim besucht? Ja. Ja? Sie nickt, also... Also sie hat mich dann noch mal im Heim besucht und hat mich dann nicht mehr erkannt. Oh. Also sie hat dann gesagt zu der Erzieherin, ich habe da gestanden, und dann hat sie gesagt, bringen Sie mir meinen Sohn, das ist nicht mein Sohn. Und da habe ich eigentlich abgeschlossen mit meiner Mutter damals schon. Weil irgendwann... Ja, kann man es auch nicht mehr verpacken, ne? Oder? Also Sie haben das schon zu Hause erlebt, dann diese Situation. Wenn Sie an die Heimzeit denken, haben Sie denn da sowas wie eine Gemeinschaft gefunden, wenn sie zu Hause schon nicht da war und bei ihrer Mutter leider auch nicht? Ja, natürlich haben wir als Heimkinder, wir haben ja versucht, das Beste daraus zu machen. Mhm. Und haben uns natürlich auch irgendwie aneinander festgehalten. Und wenn man heute so hört, manchmal, dass DDR... Heime so schlimm gewesen sein sollen. Mhm. Unseres war nicht schlimm. Es war nicht die Erzieher haben sich bemüht, sie haben versucht, ihr Bestes zu geben, um vielen Kindern mit wenig Personal irgendwie eine Form von Zuhause irgendwie zu bieten. Mhm. Was ihnen natürlich nicht immer gelungen ist, logischerweise. Der leibliche Vater war auch nicht da. Hatten Sie denn ein Foto von ihm oder wussten Sie denn genau, wer er war? Ich hatte überhaupt keine Idee. Mhm. Bis ich 30 war, hatte ich keine Idee, wie heißt der, wie sieht der aus, wo kommt der her, denkt er an mich, denkt er nicht an mich. Aber dann ist ja das wirklich Verrückte passiert. Das Verrückte, was dann mit 30 passiert ist, ist, dass ich damals die erste Popstar-Staffel gemacht habe. Man war mit den No Angels im Trainingslager und habe einen Brief bekommen. Und ich dachte, es wäre ein Fanbrief. Und da stand dann drin, lieber Detlef, das ist kein Fanbrief. Wir sind deine Geschwister. Und es war Patricia und Stokely, die mich schon 4 Jahre lang gesucht hatten, die also in irgendwelchen Gerichtsunterlagen mit ihrer Mutter gesehen haben, okay, da gibt es einen Bruder, den wir haben. Und haben dann die Popstars-Sendung gesehen. Und Patricia sagte dann, der sieht ja aus wie Stoke, also wie mein Bruder. Und dann haben die plötzlich Ratter-Ratter gemacht und haben sich zum Schluss den Abspann angeguckt. Und sie wussten, wie ich heiße und haben dann gelesen, Detlef Soest, nur nicht mit OE, sondern mit OO. Und dann ist denen ein Licht aufgegangen. Und 4 Tage später, nachdem ich den Brief bekommen habe, bin ich dann zu ihnen nach Trier geflogen und hatte eine neue Familie. Oder hatte erstmals eigentlich seit dem 9. Lebensjahr wieder eine Familie. Und das war verrückt. War verrückt, das stelle ich mir. Und es ist bis heute verrückt. Ja. Also wir lieben uns, wir sind eine wunderbare Familie. Und Hannelore, die Mutter von Stokely und von Patricia, nennt mich auch ihren Sohn. Ich nenne sie Mama. Also das ist, jetzt sind wir eine richtige Familie. Das ist toll. Und was war mit dem Vater? Haben Sie den auch noch mal kennengelernt? Ja. Als ich dann 34 Jahre alt war, ist meine Schwester zu meinem Vater nach Afrika. Der hat dann schon in Ghana wieder gelebt. Der war hier Arzt, ist zurückgezogen. Gefahren und hat eine Bravo mitgenommen.
Ich weiß nicht, ob man die Bravo heute noch kennt. Die ja? kennt man, ja, die gibt es noch. Wie alle Poster. Doch, auf jeden Fall. Doch, die gibt es noch, ja. Und da hatte ich so das erste Mal so eine Doppelseite in der Bravo. Und das hat sie mitgenommen und hat meinem Vater das dann in Ghana, in Kumasi, wo er gelebt hat, gezeigt und hat gesagt, guck mal, Papa, weißt du, wer das ist? Und dann sagte er, ja, Stokely. Und sie so, nee, es ist nicht Stokely. Doch, ist Stokely, sehe ich doch. Und dann sagt sie, nein, es ist Detlef. Und das weißt du. Oh. Und? Und dann hat er gesagt, ist er ruhig geworden und hat gesagt, er soll mich besuchen. Und damit kam Patricia dann zurück. Und ich habe dann aber gesagt, du hast dich 34 Jahre nicht mit... Mich sogar verleugnet? Verleugnet, nicht für mich. Und jetzt sagst du so, ich soll mal schnell nach Ghana fliegen und dich besuchen? Nee. Und dann sagte aber eine gute Freundin zu mir damals, ich verstehe dich, aber du musst gucken, dass der Kreis sich schließt, weil irgendwann kannst du den Kreis nicht mehr schließen. Und das hat mich überzeugt. Und dann bin ich innerhalb von kürzester Zeit dahin geflogen, habe meinen Vater kennengelernt in so einem, ich sag jetzt mal, Slum in Kumasi. Hat er da gesessen, ich musste über so eine Terrasse. Da waren mindestens 50 Verwandte von mir, die ich noch nie vorher gesehen habe, die alle gesagt haben, ich bin dein Cousin, ich bin deine Cousine, ich bin dein Onkel, ich bin deine Tante. Und dann war ich da drin und habe plötzlich meinen Vater gesehen und konnte zum ersten Mal mit 34 Jahren sagen, hallo Papa. Den Kreis schließen, eine Leerstelle füllen, wie auch immer. Wie wichtig ist es dann, da über den Schatten zu springen und das auch zu tun? Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Ja. Aber ich denke, es ist schon wichtig zu wissen, wo man herkommt. Mhm. Also wo ist meine Wurzel und auch wenn es schmerzt. Also ich denke, das hat ja jetzt eher geschmerzt, diesen Vater kennenzulernen. Na ja, oder? Vor allem, weil ich dann 4 Tage später habe ich dann mal mit ihm gesessen und gesagt, warum hast du dich eigentlich nie gemeldet? Ja. Und dann guckte er mich an mit seinen großen Augen irgendwie, war ja schon ein älterer, gebrochener Mann und sagte so, habe ich vergessen. Und das war dann noch mal wieder so, weißt du? Das ist eine tiefe Kränkung. So eine kleine Kränkung, ja. Und ich habe die Geschichte oft erzählt und trotzdem gibt es Momente wie eben, wo sie mich dann doch mal wieder kriegt, ja, wo dann doch die Emotion mal wieder mit mir durchgeht, obwohl das schon so lange her ist. Und deswegen, ich glaube schon auch, dass dieses... Man muss wissen, wo man herkommt, dass es elementar ist. Ja, weil sonst denken sie ja immer drüber nach. Also, wer ist mein Vater? Genau. Oder man idealisiert oder man fantasiert. Oder man muss ja irgendwie gucken, wo kommen meine Eigenschaften her? Und diese Identifikation muss schon sein, also nicht, muss keine Identifikation sein, aber das Wissen darüber. Mhm. Und dann können sie gucken, was sie damit machen. Ne? Also, dann können sie sagen, so ist meine Herkunft, aber sie ist nicht mein Schicksal. Und ich meine, viele denken ja, sie sind jetzt erfolgreich, Tänzer, Choreograf, bei Popstars dabei, Biggest Loser, hat Erfolg, Autor. Ich denke, wenn Sie sagen, da bricht was auf, merken Sie da einfach auf, dass das eine nicht, also der Erfolg überdeckt es nicht, sondern da bleibt ja was, eine Verletzung, eine Wunde oder wie auch immer, das macht Sie auch weiter aus, würden Sie das sagen, dass das weiter arbeitet? Es sind zwei Sachen. Also einmal habe ich mich gegen diesen Satz, du musst wissen, wo du herkommst, damit du deine Zukunft gestalten kannst, habe ich mich am Anfang total gewehrt. Mhm. Weil ich wollte ja nicht, dass meine Herkunft meine Zukunft gestaltet, weil ich dachte, meine Zukunft wird so, wie meine Herkunft ist. So. Ja. Das heißt, also, ich habe mich erst dagegen gewehrt, weil auch in dem Heim viele Leute gesagt haben, naja, aus euch wird sowieso nichts, ihr werdet entweder Arbeitslose oder Penner oder Straßenfeger oder Alkoholiker, was auch immer. Ja? Und dagegen habe ich mich gewehrt. Mhm. Und ich glaube, dass ein Großteil meines heutigen Erfolges, den ich leben darf, damit zu tun hat, dass ich so einen Drive hatte, vor meiner Herkunft wegzurennen in eine hoffentlich bessere Zukunft. Also ich war ja wirklich viele, viele Jahre nur auf der Überholspur in Bezug auf Business unterwegs. Und erst als meine Kinder geboren wurden, habe ich angefangen, ruhiger zu werden, ja, und andere Prioritäten zu setzen. Und ich glaube, dieses unbedingt erfolgreich werden wollen, hatte damit zu tun, dass ich nicht meine Herkunft oder mein vorerwartetes Schicksal erfüllen wollte. Warum können wir nicht einfach sagen, wir erfinden uns neu, die Vergangenheit ist da, jetzt geht ein neues Kapitel los so, und ich starte. Warum funktioniert das nicht? Ja, es sollte eigentlich auch gar nicht funktionieren. Ich finde es jetzt sehr spannend, wie Sie sagen, ich bin weggelaufen von meiner Herkunft. Aber man könnte ja auch das anders sehen. Ich denke, das, was uns da früh mitgegeben wird,
ist ja vielleicht gerade der Grund, dass Sie jetzt so erfolgreich sind. Also vielleicht wären Sie heute nicht so erfolgreich, wenn Sie irgendwie so mit goldenen Löffeln und alles wäre da gewesen. Das vergessen wir ja oft, dass auch eine schwere Kindheit eine Möglichkeit uns gibt, also dann daraus was zu entwickeln, sich daraus zu entwickeln, ne? Also raus aus der Situation. Und das haben Sie jetzt sehr gut geschildert, weil das war der Drive, den Sie hatten. Ja. So will ich nicht werden. Ich will diese Vorverurteilungen da nicht erfüllen. Was ja durchaus möglich gewesen wäre, dass Sie den Weg hätten eingeschlagen. Aber muss es da nicht irgendwann auch mal ein Ankommen geben? Also so wie gesagt haben, die Herkunft prägt einen. Ich wollte nicht, dass es mich bestimmt. Das kann ja ein Leben lang so weitergehen, dass man immer läuft und denkt, nee, meine Herkunft muss hinter mir bleiben. Müssen wir nicht irgendwann, Sie haben gesagt, dass Sie sind ruhiger geworden, brauchen wir nicht irgendwann auch mal so eine Erkenntnis zu sagen, ja, so war's und jetzt kann ich mal loslassen? Ja, das sollten wir schon erreichen, aber es ist auch eine Illusion, dass wir wirklich das ganz hinter uns lassen und das war's jetzt und dann machen wir die Tür zu und dann kommt's nie wieder. Und wenn ich weiß, wo ich herkomme, dann bin ich auch vorbereitet, wenn mich irgendwas mal antriggert, wie wir Psychologen sagen. Also wenn uns irgendwas anstupst und wir möchten wissen nicht, was ist jetzt eigentlich los mit mir? Also wenn Sie sowas erfahren haben, werden Sie immer mal wieder in Situationen kommen, wo die Herkunft irgendwie so ein bisschen anklopft. Und dann zu wissen, ja, ich weiß, wo es herkommt und ich kann damit umgehen. Dann bin ich vielleicht auch angekommen. Ich glaube, dass wirklich, Sie haben völlig recht, ohne meine Kindheit und meine Jugend wäre ich wahrscheinlich nicht oder hätte ich nicht dieses Leben, auch dieses erfolgreiche Leben, erreicht, weil es mich getrieben hat. Der Dreifach. Genau. Und wenn wir über Ankommen, sprechen, dann kann ich halt ganz klar sagen, mit meiner Frau, mit meinen drei Kindern, die wundervoll sind, mit meiner Familie, und wir leben das natürlich sehr intensiv, weil ich es nicht hatte als Kind, bin ich angekommen. Also wie gerne sind Sie Vater? Es gibt nichts Größeres. Ja. Es gibt nichts Größeres als, also für mich sehe ich gibt auch es so. Nichts Größeres als Vater zu sein. Ja, sehe ich auch so. Weil? Weil ich erstens meine Kinder, das kann man nicht erklären, das wissen Sie auch, über alles liebe, weil diese Liebe ist bedingungslos. Sie ist nicht an irgendwelche Voraussetzungen oder Erwartungshaltung geknüpft, sondern diese Liebe ist bedingungslos. Und ich auch in gewisser Art und Weise zu dieser Liebe natürlich das nachleben oder nachholen möchte, was ich vielleicht selber als Kind nicht hatte. Und ich möchte, dass meine Kinder gut und behütet, ja, nicht überbehütet, überhaupt nicht, aufwachsen und die Liebe bekommen, die ich vielleicht nicht hatte, weil ich glaube, Liebe ist das Wichtigste, was wir als Eltern, das klingt klischeehaft, aber was wir als Eltern unseren Kindern geben können. Und Sie hatten eigentlich auch so viel Liebe für Ihre Mutter? Ne? Ja. Deswegen ist das so verletzend, wenn Sie durch solche Situationen gehen. Und wenn es nicht gespiegelt wurde, ja. Und weil Sie auch sagen, das reißt, kann immer mal wieder sichtbar werden. Mhm. Das hat man ja heute gesehen. Also ich habe diese Geschichte wirklich oft erzählt. Und habe hier heute wirklich auch safe und sicher gesessen und war so völlig entspannt so. Und trotzdem kriegt es dich dann manchmal wieder. Das ist halt so. Ja? Ja. Wenn wir über Herkunft reden, dann unterscheiden wir ja oft zwischen so familiärer Herkunft, sozialer Herkunft, regionaler Herkunft. Mhm. Können denn alle gleich wichtig sein oder wie schätzen Sie das ein? Also ich würde jetzt schon sagen, dass die Herkunft der Familie, die Liebe, von der Sie sprechen, dass das schon etwas Wichtiges ist, würde ich schon an erster Stelle mal setzen. Mhm. Also wenn wir eine liebevolle Kindheit hatten, haben wir auch eine ziemliche Kraft in uns. Mhm. Aber die soziale Herkunft ist natürlich für spätere Leben unendlich wichtig, weil sie bestimmt wirklich ein Stück weit auch den Erfolg, den wir im Leben haben können. Also wenn ich aus einer nicht so guten Familie stamme, mit wenig Möglichkeiten für Bildung zum Beispiel, dann habe ich schon schlechtere Karten als jemand, der im Akademikerhaushalt aufwächst und automatisch Abitur macht, automatisch studiert, automatisch weiß, wie er sich verhalten soll. Also auch das ist etwas, soziale Herkunft hat, also sowas wie ein Stallgeruch. Also mir sagen zum Beispiel Manager, die nicht aus guten Verhältnissen kommen und es trotzdem weit geschafft haben, irgendwo merken die Leute, dass ich den Stallgeruch nicht habe. Also vor allem weibliche Managerinnen sagen das oft. Ich habe dieses Auftreten nicht. Ich habe die Codes kenne ich nicht. Also oder ich kenne sie und habe sie mir angeeignet, aber ich habe sie nicht so selbstverständlich parat wie jemand, der da irgendwie da reinkommt und ist halt Arzttochter, Arztsohn oder der Vater war schon im Vorstand oder wie auch immer. Das ist das, womit wir dann kämpfen
zu kämpfen haben, wenn die soziale Herkunft uns nicht irgendwie ja, den roten Teppich ausrollt. Auch Ihre Eltern haben Ihnen in dem Sinne nicht den roten Teppich ausgerollt. Sie kommen nicht aus einem Vorstandselternhaus, sind in Baden-Württemberg aufgewachsen, in Nürtingen, Frau Lang. Ihre Mutter war weitgehend alleinerziehend, Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus. Mhm. War das Ihre Arbeit denn auch Thema zu Hause? Also saßen Sie manchmal am Küchentisch vielleicht dann später und haben auch geredet über das, was sie gemacht hat? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja ein Thema, Frauenhaus, das ist ein Ort, wo Frauen oft mit ihren Kindern hingehen, wenn sie Gewalt erfahren, wenn sie vor einem gewalttätigen Partner fliehen. Das ist natürlich einmal ein Thema, was man nicht um 18 Uhr am Tür zum Büro zurücklässt, sondern was einen immer auch beeinflusst. Und natürlich war auch es ein Job, für den sich meine Mutter ganz bewusst entschieden hat, wegen einem Wertefundament, also die Gleichberechtigung, der Schutz vor Gewalt jedes Menschen. Und das waren Werte, die sie ganz stark an mich vermittelt hat. Das heißt natürlich nicht, dass wir über einzelne Fälle geredet haben. Da gibt es auch klare Geheimhaltungsklauseln, die sie sich immer gehalten hat. Aber dieses Thema des Schutzes von Frauenrechten, die Frage von, warum leben wir eigentlich nicht in einer Gesellschaft, in der ein Aufwachsen ohne Gewalt Normalität ist, das war für mich ganz früh ein Thema. Sie haben gesagt, Frau Nuber, auch die soziale Herkunft hat ja in irgendeiner Form Auswirkungen auf uns. Nun waren Sie beide, glaube ich, nicht arm. Aber haben Sie gespürt, dass Ihre Mutter für die wichtige Arbeit, die sie geleistet hat, jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld bekommen hat? Ja. Also einmal habe ich das auch rückgespiegelt bekommen. Ich war in einer Klasse, wo, ich glaube, sie war die einzige oder später dann noch zwei alleinerziehende Elternteile bei mir in der Klasse. Die Eltern meiner Schulfreundin hatten zum Großteil ein sehr viel höheres Einkommen. Und ich habe ja gesehen, wie hart meine Mutter gearbeitet hat. Ich habe ja gesehen, dass das kein 9-to-5-Job war, sondern wie dauernd Überstunden gemacht worden, wie das wirklich auch oft nur kurz vor der Grenze war, was überhaupt noch ging. Urlaube nicht gemacht werden konnten, weil dann doch eine Kollegin krank geworden ist. Das habe ich ja alles mitbekommen. Und trotzdem war eben am Ende dann das Geld immer wieder knapp, musste man schauen, wie man über die Runden kommt. Und ich fand das ganz spannend, was Sie jetzt auch ne, mit dem Zukunft und Herkunft im Vergleich, weil ich habe mich als Politikerin entschieden, auch sehr offen über die Art, wie ich aufgewachsen bin, meine Familie zu sprechen. Auch von Anfang an? Relativ früh, weil ich mich selbst gar nicht ohne diese Erfahrung sehen kann. Also es gibt keine Ricarda Lang, die frei von diesen Erfahrungen besteht oder Politik macht. Also es funktioniert wahrscheinlich auch nur so, oder? Es funktioniert nur so. Ja. Ja. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, ich habe diese Herkunft und so dieses eher Opfer sein. Also ich bin Opfer meiner Herkunft und deswegen geht nichts und deswegen bin ich da, wo ich bin. Oder ich sehe aus der Herkunft heraus, ich will da raus, so wie Sie es auch formuliert haben. Und ich sehe da Chancen für mich, was besser zu machen. Und das ist so das Lebens- oder auch Leitmotiv, was aus der Herkunft entstehen kann. Also da höre ich so raus, die Gerechtigkeit. Ne? Ja. Also oder da das Kämpfen. Ich muss, wenn ich kämpfe, kann ich was erreichen. Also im besten Fall entsteht sowas. Und deswegen ist sie so wichtig. Was besser machen? Ich muss eins noch mal sagen, jetzt sind wir schon so persönlich, jetzt sage ich auch was Persönliches. Meine Eltern haben einen Blumenladen gehabt. Meine Mutter hätte gern einen Schulabschluss gemacht, hat aber aufgehört mit der Schule, weil ihre Eltern wiederum wenig Geld hatten. Sie wollte denen nicht auf der Tasche liegen. Ich habe Hochachtung vor meinen Eltern. Die sind nicht formal Bildungsbürgertum, aber ich fand sie immer großartig. Und ich habe mich immer geärgert über Leute, die sie haben spüren lassen durch kleine Nadelstiche, dass sie nicht zu denen da ganz oben gehören. Ich finde aber nicht, dass ich was besser machen muss, sondern ich finde, die anderen müssen mit ihrem Blick auf diese Leute was besser machen. Ja, auf Menschen wie meine Eltern, auf die kein Mensch Grund hat oder das Recht hat, von oben herab zu schauen. Das kenne ich sehr gut, das Gefühl, weil ich hatte das zum Beispiel als Tochter einer Alleinerziehenden ganz häufig, dass so ein Gefühl vermittelt wurde, auch teilweise von Eltern, von Schulfreunden oder sowas, dass man mich damals darum bemitleiden müsste. Also das ist so ein bisschen so, ach, die Arme, die hat es ja auch schwer zu Hause. Und ich hatte keine schwere Kindheit, ich hatte keine schlechte Kindheit. Ich hatte eine unfassbar schöne Kindheit. Ich war unglaublich geliebt. Ich hatte mit meiner Mutter ein Vorbild, was Stärke angeht. Und ich sage heute immer, und jetzt kann ich ja zum Glück als Politikerin auch einen Teil dazu beitragen, Kinder von Alleinerziehenden, die leiden nicht unter ihren Eltern, sie leiden aber sehr wohl oft unter einer Gesellschaft, die ihre Eltern arm macht. Und da müssen wir ansetzen. Aber genau das ist auch eine Frage von dem Blick. Und ich hatte eine unglaublich schöne Kindheit, aber eben weil meine Mutter
immer darum gekämpft hat, um alles kämpfen musste, dass ich genau diese Kindheit haben konnte. Und ich finde, wir müssen noch dafür sorgen, dass es Menschen wie Sie leichter haben, dass es nicht immer ein Kampf sein muss. Sie hat es ja nicht immer leicht gehabt. Als Sie 18 waren, ich glaube, Sie waren schon ausgezogen, hat sie ihren Job verloren. Was hat das noch mal bedeutet für Sie und Ihre Mutter? Das war natürlich erstmal, ist das schon ein harter Einschnitt. Also sie hat dann relativ schnell einen neuen Job gefunden. Das heißt, es war jetzt nicht mit Armut oder sowas verbunden, aber natürlich nach mehreren Jahren in einem Job, den man auch sehr gut gemacht hat, diesen Job zu verlieren, weil das Frauenhaus die Finanzierungsgrundlage verloren hat. Also es war ja nicht aufgrund von eigenem Handeln, sondern es war tatsächlich, weil man gesagt hat, weil aus meiner Sicht am komplett falschen Punkt gespart wurde, dort, wo es eigentlich um das geht, wo man sagen würde, das brauchen wir unbedingt als Gesellschaft, Schutzorte für Menschen, die von Gewalt betroffen sind. Und das war ein harter Einschnitt. Und für mich war das tatsächlich der Moment, der mich in die Politik gebracht hat. Und die Politik war ein Ort für mich, wo ich die Werkzeuge an die Hand bekommen habe, es anders zu machen. Wo ich gesagt habe, ja, es kann anders sein, es gibt diese Möglichkeiten. Und das war ein riesengroßes Geschenk für mich. Und Ihre Mutter, als sie gesehen hat, sie gehen diesen Weg, und Sie sagen ja jetzt auch, sie hat mir bestimmte Werte mitgegeben, die heute für mich auch noch wichtig sind, macht die das schon auch ein bisschen stolz? So, das, ja? Klar, auf jeden Fall. Also ich meine, einmal, ich glaube, so ein Moment dann, wenn man als Parteivorsitzende gewählt wird, sie konnte leider nicht mit dabei sein, weil ich ja wegen einer Covid-Infektion in der Quarantäne war, sonst wäre sie auch mitten in der Halle gewesen, wo ich dann kandidiert habe und gewählt wurde. Aber da ist natürlich viel Stolz, und auch wirklich, weil es ja jetzt inhaltliche Projekte sind, die auch ein bisschen eine Antwort auf unsere gemeinsame Lebensgeschichte geben. Also zum Beispiel, ich durfte in den Koalitionsverhandlungen mitverhandeln, und wir haben dort die Kindergrundsicherung rausverhandelt, die sehr viele Kinder aus der Armut holen kann, die sehr vielen Alleinerziehenden ein Stück mehr Selbstbestimmung geben kann. Und das war für mich schon ein emotionaler Moment, wo ich gedacht habe, mit 18 bin ich deshalb in die Politik gegangen, weil ich was daran ändern wollte. Und jetzt habe ich diesen Koalitionsvertrag, rufe meine Mutter an und sage, das steht da jetzt schwarz auf weiß, das kommt jetzt, das wird Realität. Sie haben mit Ihrem Vater ja durchaus auch Zeit verbracht. Das ist ein recht bekannter Künstler auch gewesen. Wäre es dem denn lieber gewesen, Sie hätten jetzt hier als Künstlerin gesessen? Auf jeden Fall. Ich glaube, an der Stelle hatte ich so ein bisschen ein ungewöhnliches Erlebnis, was, glaube ich, wenig Kinder haben. Weil ich glaube, meistens ist es ja eher so, wenn man vielleicht zu seinen Eltern geht und sagt, ich will Kunst oder Philosophie studieren, kommt das, kannst du nicht was Richtiges machen, was Gescheites. Und als ich meinem Vater damals gesagt habe, dass ich Jura studieren möchte, meinte er, ob nicht Kunst nicht doch vielleicht was für mich wäre, was es nicht war, weil ich leider seine Begeisterung, aber nicht 1% seines Talents geerbt habe und unglaublich untalentiert bin. Das heißt, ich hätte auch keine Kunstschule genommen. Aber es war für ihn, wäre das eigentlich, glaube ich, der Traum gewesen, dass ich dann seine Fußstapfen drehte. Ich meine, Sie kommen aus Baden-Württemberg, wie schon gesagt. In Schwäbisch Gmünd haben Sie für den Wahlkreis kandidiert. Aber Sie leben ja jetzt auch einen Großteil Ihrer Zeit in Berlin. Wie ist es eigentlich in Berlin? Nervt es die Berliner schon, dass da so viele Schwaben rumlaufen, stimmt es? Also ich kriege das nicht so mit. Also jetzt ohne Quatsch, ich wohne in Mitte. Ja. Und man sagt ja so Mitte, Prenzlauer Berg, teilweise Friedrichshain. An mir geht es scheinbar vorbei. Vielleicht interessiere ich mich zu wenig dafür oder so. Aber ich habe das so noch nicht mitbekommen. Ja. Ich höre das man auch. Man sieht es uns auch nicht immer an. Deswegen. Also versuchen Sie denn dann auch hier und in Berlin weniger im Dialekt zu sprechen? Schwäbisch. Das passiert automatisch tatsächlich. Aber warum? Also ich merke, weil wenn ich viel Zeit hier verbringe, rutscht man, gerade wenn ich meine Familie viel Zeit verbringe, rutscht man da automatisch rein. In Berlin ist es immer ein bisschen weniger. Mhm. Es ist ganz lustig, weil häufig, wenn ich Leute treffe, die auf und außerhalb von Baden-Württemberg kommen, gerade vielleicht jetzt aus Gegenden, wo man eher Hochdeutsch spricht, die sagen immer, ah, man hört es ja total bei dir, ne? Vor allem die und dann sagen aber immer meine Familie und hier, also Schulfreunde, Ricarda, bei dir hört man ja gar nichts mehr. Das ist immer so ganz schön, das Auseinanderfallen der Wahrnehmung da. Aber ich merke schon, dass es, je mehr ich hier bin, wieder mehr wird. Aber das ist ja eigentlich auch was total Schönes gerade an meinem Job ist, weil ich ja so beides habe. Mhm. Wahlkreis, ländlicher Raum, Schwäbisch Gmünd, wirklich so Ostalb und Berlin noch mal eine ganz andere Welt. Und man kann so ein bisschen von beiden teils sein. In die eigene Heimat zurückkehren zu können, das ist, wie wir wissen, nicht überall in Europa mehr selbstverständlich. Sie haben gerade noch so gestrahlt, aber wir erleben jetzt auch den kompletten Kontrast. Die russischen Angriffe in der Ukraine haben nach UN-Angaben bereits etwa 4 Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Auch in Deutschland kommen immer mehr Flüchtlinge an. Und hinter jeder abstrakten Zahl steckt ja eine persönliche Geschichte. Frau Dihorova, Sie
haben auch ihre Heimat verlassen müssen, in der Ukraine, ihre Wurzeln. Sie haben in Kharkiv gelebt. Bevor der Krieg begann, da hieß es ja schon mal, dass ein Krieg bevorstehen könnte. Haben Sie das dort vor Ort für möglich halten können? Sie meint ein Gefühl? Ja, so haben Sie gedacht, dass das könnte wirklich passieren? Nein. Es war viel Information. Wir haben das gelesen und haben so nicht gelacht, aber wir haben gedacht, das passiert nie. Sie sind anderthalb Autostunden von Kharkiv entfernt aufgewachsen, in Poltawa. Ja. Wenn Sie das so beschreiben würden, mit welcher Mentalität sind Sie in Ihrer Familie so groß geworden? Erzählen Sie mal. Ich denke, ich habe eine sehr glückliche Kindheit und meine Heimatstadt ist so eine kleine Stadt. Aber sehr, sehr schön, sehr grün, sehr viele historische Gebäude. Und ich habe eine sehr freundliche Familie und viele, viele gute Erinnerungen aus meiner Kindheit. Und alles war nur schön. Was kann ich? Wenn Sie so spontan an Ihren Vater, an Ihre Mutter denken, wir haben ja auch hier über Eltern gesprochen, was fällt Ihnen da so ein? Wie würden Sie sie uns beschreiben? Meine Mutter, sie ist sehr, sehr nett und sie ist sehr freundlich zu allen, sehr gastfreundlich. In der Ukraine sind alle Leute sehr gastfreundlich. Mhm. Und mein Vater, er ist ein guter Mann. Er hat mir gesagt, Lisa, du musst denken, bist du ein gutes Mensch oder nicht? Jeden Abend musst du denken, hast du alles Gutes heute gemacht oder nicht? Sie sind dann auch, also Ihre Eltern, Ihre beiden Brüder, die sind nach wie vor in Poltawa zu Hause. Ihr Vater ist ja jetzt hier, aber sind grundsätzlich in Poltawa zu Hause. Sie sind dann nach Kharkiv gegangen, haben dort auch studiert, ukrainische Geschichte und Literatur. Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt, 1,5 Millionen Einwohner. Was hat Ihnen da von Anfang an auch gefallen an dieser Stadt? Ich liebe einfach Kharkiv. Ich weiß nicht, wie soll ich das? Ich habe Freunde da und es ist so groß. Zwischen Poltawa und Kharkiv ist es ein großer Unterschied. Wenn du kommst in Poltawa, ist es so ein kleiner Bahnhof, kleines Stadtzentrum. Wenn du kommst nach Kharkiv, ist es die größte Stadt in der Ukraine, zweite größte Stadt. Und da mache ich alles. Haben Sie auch Kontakt zu Russinnen und Russen? Das ist ja 40 Kilometer, glaube ich, nur von der Grenze entfernt. Ich persönlich nicht, aber viele meiner Freunde, sie haben Verwandte in Russland. Sie haben zum Beispiel Tante, Onkel oder Mama wohnt oder arbeitet in Russland. Und ich habe auch Verwandte im Krim. Mhm. Und wenn Sie an Kharkiv denken, Sie haben gesagt, ich habe es von Anfang an geliebt. Ist es die Stadt, in der Sie auch weiter bleiben wollten? Ich habe so gedacht bis 24. Februar, dass ich hier leben, in Kharkiv hier leben will. Und ich habe meine Wohnung hier und Freunde und Studium und Arbeit und wirklich alles, was ich habe, habe ich in Kharkiv. Dann kam dieser 24. Februar. Ja. Wann und wie haben Sie gemerkt, hier stimmt was nicht? Es war 5 Uhr morgen. Und ich muss um 10 arbeiten. Ich arbeite an meinem PC, am Computer, zu Hause. Und ich habe so schon 5 Stunden noch schlafen können. Aber es war 5 Uhr und es war so Geräusche. Ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben. Aber es war sehr, sehr laut und sehr, sehr stark. Und dann habe ich zum Fenster gegangen, so aufmachen und habe gesehen, dass der Himmel ist so grau und rot. Und ich habe so gestanden, so vielleicht eine Minute, vielleicht das war 10 Minuten. Und dann habe ich nur gehört, dass meine Nachbarin und Nachbar, es ist so Geräusche, alle packen Sachen und viele, viele Autos nehmen Haus, es war nur 5 Uhr. Und wussten Sie, also die Nachbarn reagieren irgendwie, packen, setzen sich ins Auto, wussten Sie überhaupt, was Sie jetzt tun sollten, oder waren Sie erstmal nur geschockt? Ich war nur geschockt. Ich war zu Hause und ich habe auch Angst, meinen Vater und meine Mutter anzurufen, weil sie waren in Poltawa. Und dann habe ich gewartet bis 7 Uhr, weil 5 war zu früh. Und dann habe ich meinen Vater angerufen um 7 und habe gesagt, Papa, ich denke, wir haben so etwas, hat ein Foto geschickt vom Fenster. Und mein Papa hat gesagt, was? Weil in Poltawa ist es mehr zentraler und das war kein Krieg in Poltawa. Aber in Kharkiv. Konnte er das erst gar nicht glauben? Ja, er hat gesagt, Lisa, du schläfst, du spinnst, was sagst du?
Und dann, es war noch keine Nachrichten im Internet, um 7 Uhr vielleicht schon, aber früher war keine Information, was haben wir, warum höre ich und alle anderen diese Geräusche. Und dann, also was haben Sie ihn trotzdem nach Rat gefragt, als Sie ihm dann wahrscheinlich die Bilder gezeigt haben, die Geräusche? Ja. Haben Sie ihn nach Rat gefragt, oder, weil Sie wussten ja immer noch... Meine Familie haben gesagt, du musst unbedingt jetzt im Geschäft laufen und Wasser kaufen, Essen kaufen, weil niemand weiß, wenn das zu Ende. Und ich habe so mit 2 Freundinnen auch gegangen zum Einkaufen, haben Wasser gekauft, viel, viel Brot. Es war keine... Es waren so viele Menschen im Bahnhof. Ich wohne so neben Bahnhof, U-Bahn-Station. Ja. Und in dieser U-Bahn-Station, ich habe nie so viele Leute gesehen. Es war komplett Haus und Kinder, Frauen, verschiedene Sachen, Hunde, Katze, alles, was... Ich habe nur diese Bilder in meinem Kopf jetzt. Und die Geschäfte waren aber noch auf? Also ja. Die Bomben fielen und die Geschäfte waren noch auf. Sie hatten dann die Sachen gekauft, wie Sie gesagt haben, Wasser, Brot, was man braucht, sind dann wahrscheinlich zurück zur Wohnung? Ja, aber wir haben diese Schlange, es war vielleicht 3 oder 4 Stunden. Es ist sehr, sehr viele Menschen. Und ja, und dann haben wir alle im Keller dieses so gepackt, für alle geteilt. In der Wohnung, also im Haus, im Keller. In welchem Stockwerk haben Sie denn? Wir haben 6 Stockwerke. Ich habe am 2. gewohnt und wir alle waren im Keller. Es ist so -1. Wie viele Menschen waren dann in diesem Keller? Ich denke 40 und mehr. Und mehr dann 40. Jeden Tag war 2, 3 schon versuchen weg zum Bahnhof. Aber manchmal haben sie zurückgekommen, weil es kein Bus, kein Taxi, kein Transport, gar nichts. Und hatten Sie denn dann auch für die nächsten Tage noch genug zu essen, genug zu trinken? Wir waren da, ich war da 8 Tage und wir haben so alles verteilt. Wenn du hast Angst, du hast keine Lust auf Essen und du trinkst nur Wasser. Aber wir haben diese Essen für Kinder so geschätzt. Wir haben nicht gewusst, wie viel dauert das noch lange. Also Kinder waren auch dort unten. Ja. Wussten die denn, was vor sich geht? Manche Mutter versuchen mit Kindern zu sprechen, aber wir haben so versucht, nicht zu weinen, wenn Kinder nicht schlafen. Mhm. Dann haben wir so gespielt und mit Kindern. Und am Nacht, wenn Kinder schon schlafen, dann haben viele Frauen geweint. Aber wir haben versucht, das zum Kindern nicht zu zeigen, dass wir auch Angst haben. Erstmal die Fassung bewahren, damit man keine Angst überträgt. Und ja, so. Gab es denn Toiletten da unten oder im Keller? Toilette, du musst in deine Wohnung, in eigene Wohnung gehen. Und ich habe so, meine Nachbarin war von 6., 5. Stockwerk. Und es war zu gefährlich, da oben zu gehen. Und ich habe gewohnt am 2. Stockwerk. Ich habe so einfach meine Wohnung aufmachen. Ich habe gesagt, sie können alle meine Toilette benutzen, meine Küche benutzen, alles. Und zum Supermarkt oder so, es gab gar keine Chance mehr? Nee. Sie waren also tagelang in diesem Keller. Würden Sie denn sagen, dass nach ein paar Tagen, so brutal sich das anhört, auch ein Alltag einkehrt? Dass man sich daran gewöhnt, unten im Keller zusammenzusitzen? Erstmal habe ich gedacht, dass ja. Ich denke, am 5. Tag haben wir so, wenn Raketen gehört, haben gesagt, es ist so weit weg. Und hier ist Raketen, sie ist eine andere Sort von Raketen. Das ist auch nicht so gefährlich. Aber dann am 6. und 7. Tag kommen die Flugzeuge mit Bomben. Und sie fliegen ganz, ganz neben Haus und nicht so hoch wie unten. Und du hörst dieses Geräusch von Flugzeugmotor. Und dann kriegst du, ich weiß nicht, ich denke, ich habe so 2 oder 3 Wochen meine Hände, wo so. Nach diesem Geräusch von Flugzeugen habe ich gesagt und entschieden, dass ich muss weg, weil niemand weiß, wo dieses Bomb dann. Also wenn Sie irgendwelche Erinnerungen auch gar nicht hochholen wollen, dann lassen Sie sie ruhig drin. Nicht, dass da etwas hochkommt, an das Sie sich jetzt gar nicht erinnern möchten. War dann irgendwann klar, also die Flugzeuge kamen, Sie haben die Geräusche gehört, die Sie nicht losgelassen haben, war dann irgendwann auch klar, jetzt muss ich hier weg, jetzt kann ich hier nicht mehr bleiben? War das diese Situation? Ja. Ja? Es war morgen, wenn
zwei Flugzeuge, wir haben gehört, ein Flugzeug mit Bomben und das war Haus neben uns. Und dann kommt um 2-3 Minuten noch einer und auch dieses Geräusch neben uns. Und wir haben nur gebeten, bitte nicht in unser Haus, wir haben hier Kinder. Und wenn Bomben mit Raketen, du hast schon Möglichkeiten zu leben vielleicht. Und mit Bomben, das... Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Sie sitzen in diesem Haus, in diesem Keller drumherum, das, was Sie beschreiben, man kann gar nicht weg. Wie war denn Ihr Plan, dann da rauszukommen? Um Sie herum war der Krieg. Dann haben wir entschieden, dass wir mussten so vielleicht mit Taxi versuchen oder mit Fahrer. Mit dem Taxi? Ja, und ich habe angerufen, ich habe gesagt, kommen Sie bitte. Und sie haben gesagt, nein, nein, wir kommen nicht. Und das war 50 Nummern. Alle hat gesagt, nein, wir fahren nicht in diese Region, wo ich wohne, in Kharkiv. Niemand, ja. Es ist nur 15 Minuten von meinem Haus nach Bahnhof. Niemand wollte das. Es ist Bomben, Raketen, Tanken, alles von aller Seite. Und du weißt nicht, wo kann das passieren. Und haben Sie dann irgendwann jemanden gefunden? Das war 61 Nummer. Ich habe angerufen, da war ein Mann und hat gesagt, ja, ich fahre, aber sie mussten uns dann 5.000 Grivna zahlen. 5.000 Grivna ist so ein monatliches Einkommen. Ein Monatsgehalt, okay. Und wir haben so, ich habe 3.000 Grivna, noch eine Frau hat 1.000 und noch ein Mädchen hat 900. Und dann haben wir so da verteilt und haben entschieden, dass wir müssen fahren. Und war das dann nicht trotzdem, war das nicht lebensgefährlich da? Mhm. Der Fahrer hat uns gesagt, wir müssen ganz unten fahren, so mit Kopf unten, alle. Und er hat auch so gefahren, weil... Also so in Zickzack-Linien. Mhm. Ja. Bahnhof, das war... Ich weiß nicht, wie kann ich das erzählen. Das war so viele Menschen und so viele Geräusche. Alle weinen, alle schreien, alle können ihre Kinder nicht finden, Katzen nicht finden. Diese Sachen und... Es war total Chaos. Und ich fühle mich bis jetzt so wie im Film. Ich habe so alles gesehen. Und, ja. Und wahrscheinlich, weil Männer unter 60 ja nur im Ausnahmefall das Land verlassen können, waren viele Frauen da, viele Kinder da, nehme ich an? Ich habe gesehen, nur Frauen, nur Kinder. Nur Frauen und vielleicht Kinder. Opas, so 80 Jahre alt, so ja. 70 Jahre alt, aber junge Männer habe ich nicht gesehen. Und wenn das da so voll war und die Geräusche so da waren, haben Sie denn dann einen Zug gleich bekommen? Mit Zug, es war auch sehr, sehr, sehr schwierig. Wir haben so zwei Züge verpasst, weil es waren so viele Leute und du kannst nicht einsteigen, weil alle schreien, alle möchten so ein kleines Türchen und du musst rein. Und wir haben so Frauen mit Kindern gehen erstmal. Und am dritten Zug haben wir es schon geschafft, reinzugehen. Aber es war so schrecklich, diese Bilder in meinem Kopf habe ich noch. Weil eine Frau, ich habe gesehen, sie hat gesagt, nimmt mein Kind, ich bleibe hier und nimmt mein Kind einfach. Und es war mehr als dieser Raum, so viele Leute. Mhm. Waren Sie dann aber trotzdem erstmal erleichtert, in diesem Zug zu sein und der Zug, als er sich in Bewegung gesetzt hat, dass Sie es auch geschafft haben? Ja, wir haben 25 Stunden von Kharkiv bis Lviv. Normalerweise ist es 12 Stunden, aber Zug muss so stehen bleiben, weil es ist beim Kiew und beim Kharkiv und die offen diese Rakete. Und deshalb haben wir so 2 Stunden gestanden, dann fahren, 2 Stunden gestanden, dann fahren. Und es war keine Elektrizität im Zug, weil dann kann er von Luft kann jemand sehen, dass Zug kommt. Irgendwann sind Sie dann über Zwischenstationen an die polnische Grenze gekommen und haben dort auch irgendwie einen Herrn aus Deutschland gesprochen, aus dem Schwarzwald. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen, wo leben Sie heute, wo wohnen Sie heute? Ich wohne jetzt im Donaueschingen, Neudingen, im so Gasthaus Linde und wir sind sehr, sehr gut untergebracht und ich bin sehr, sehr dankbar, ich wirklich. Kommen die Bilder ab und zu noch zurück? Wenn ich erzähle das, ja, aber ich versuche mich den ganzen Tag zu beschäftigen und dann habe ich diese Gedanken so ein bisschen.
Ich habe gesehen, dass Sie sich auch vor der Sendung schon kurz unterhalten haben. So etwas zu erleben, die Stadt in Trümmern zu sehen, in Todesangst zu sein, wie traumatisch ist das einfach? Das ist traumatisch. Also ja. Man kann sich nicht vorstellen, wie traumatisch. Und ja, wir haben uns ein bisschen unterhalten und Sie haben ja auch gesagt, was Sie alles machen hier. Und ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, nicht in diese Erstarrung zu fallen, von der Sie ja auch mal, Sie sagen ja auch, es war ja auch Panik oder es war ja auch so, so Angst. Sie machen viel, Sie dolmetschen, Sie sind aktiv. Ich denke, das ist die beste Möglichkeit jetzt für den Moment. Also da in dieses Trauma nicht, in dem nicht so gefangen zu sein. Ich glaube, wir alle wünschen Ihnen und all denen, die in einer Situation sind, wie Sie, denn nochmal, es gibt diese Zahl, aber ich glaube, Sie machen deutlich, dass jeweils eine Geschichte dahinter steckt. Ja, dass wir all denen, denen es so geht wie Ihnen, alles erdenklich Gute nur wünschen. Und nochmal vielen Dank, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen in der Runde, wenn Sie hören, was Frau Diorova erzählt? So wütend, dass man will mehr machen, aber man ist irgendwie so, was kann man noch machen? Okay, man hat gespendet, man hat einfach nur wütend auch so ein bisschen, ja. Ja, für mich ist es wirklich so, dass jetzt durch diese Geschichte, und das zeigt, glaube ich, auch, wie wir Menschen wahrscheinlich mental gestrickt sind, solange die Dinge vermeintlich von uns weit weg sind, ich meine, sowas auch wie Afghanistan oder ähnlich, hat man das Gefühl, es ist weit weg. Also ich bin da ganz ehrlich. Ja. Ja? Und als das jetzt plötzlich in der Ukraine passiert ist, war das plötzlich so nah dran. Es war, also ich meine, 800 Kilometer von Berlin entfernt. Und jetzt mit Ihrer Geschichte nochmal, kommt es nochmal näher und man versteht nochmal mehr, wie sehr Einzelschicksale halt daran hängen. Weil, wie Sie schon sagen, man hört Zahlen und man hat vielleicht diesen Wow-Oh-Gott-Effekt. Ja, nicht wow, sondern diesen Oh-Gott-Effekt. Aber das ist halt, man spürt es einfach dann noch mehr, was da passiert, finde ich. Also ist bei mir so. Ich muss sagen, dass ich erstmal riesengroßen Respekt für Sie habe, dass Sie diese Geschichte hier erzählen können und über ja auch Dinge, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann und die niemals passieren hätten dürfen, dass Sie da so drüber sprechen. Da auch vielen Dank dafür. Und ich muss sagen, Sie hatten vorher einmal gesagt, Sie hätten das nicht erwartet. Und wenn ich an diesen 24. Februar zurückdenke, auch für mich war das ein totaler Schock. Ich bin da morgens aufgewachsen, ich habe die Push-Nachrichten bei mir auf dem Handy gehabt und hatte plötzlich das Gefühl, okay, es ist so eine andere Welt, in der man aufgewachsen ist, aufgewacht ist, als die, in der ich jetzt vielleicht aufgewachsen bin. Und trotzdem muss man sagen, dass wir natürlich da an vielen Stellen auch ignorant waren, als Deutschland, als viele westliche Länder, dass vieles von dem, was Putin heute macht, er angekündigt hat. Mhm. Wenn wir ihm wirklich zugehört hätten, wenn wir seine Worte ernst genommen hätten, wenn wir die Hilferufe, die teilweise aus Ihrem Land, von Ihrem Präsidenten, die von osteuropäischen Nachbarn kamen, wenn wir die ernst genommen hätten, wenn wir vielleicht auch nicht wirtschaftliche Interessen über die Frage von Frieden, die Frage von Menschenrechten, die Frage der Sicherheit der Ukraine gestellt hätten. Und da muss ich sagen, schäme ich mich auch ein bisschen dafür, dass wir das nicht getan haben. Sie sind Deutschrussin, Frau Martin-Virulein. Wie war das für Sie, ihr zuzuhören? Also ich bin Deutsche aus Russland. Ich habe ja auch finnische Wurzeln. Ich habe sehr viele Verbindungen, also auch nach Kasachstan. Mein Papa kommt aus Kasachstan und meine Oma ist ja in der Ukraine geboren und aufgewachsen. Und ich habe eine sehr tiefe Verbindung zu der Ukraine. Mhm. Meine Oma, sie wurde 1936 im Zuge der stalinistischen Repressionen als Deutsche nach Kasachstan deportiert. Da war sie ein Kind und wenn sie über Ukraine erzählt hat, dann ist sie immer wieder so zum Kind geworden, dann hat sie so gestrahlt. Und das war so ein Traum von mir, mal in die Ukraine zu fahren, mal das Land zu sehen, diesen Ort aufzusuchen. Und dann ist meine Oma leider gestorben und ich dachte, ich muss da jetzt einen Punkt setzen. Ich muss jetzt dahin fahren. Ich habe mich so viele Jahre mit der Geschichte der Deutschen
also in der Sowjetunion, aus der Sowjetunion auseinandergesetzt. Und in meiner eigenen Familiengeschichte muss ich da jetzt diesen Punkt setzen, dieses Kapitel abschließen. Man muss dazu sagen, Sie sind 1997, da waren Sie 11, ja. aus Russland nach Deutschland gekommen mit Ihren Eltern, mit dem jüngeren Bruder. Sie leben in Baden-Württemberg, ja. In Epping schon länger, sind Autorin, sind Schriftstellerin. Wir haben gerade erfahren, wie Sie diesen 24. Februar erlebt haben. Wie war das für Sie? Wie haben Sie das erlebt? Also an diesem Tag, am 24. Februar, hat mein Papa Geburtstag. Mhm. Und ich hatte eigentlich ganz andere Pläne für diesen Tag. Und ich bin aufgewacht und ich habe auch so einen Nachrichtenticker auf dem Handy. Und ich habe ganz kurz aufs Handy, also ich stehe grundsätzlich immer sehr früh auf, das ist für mich normale Aufstehzeit. Und dann habe ich diese Nachrichten gelesen und dachte erstmal, ich schlafe noch. Und das war eine absolute Schockstarre. Also irgendwie den ganzen Tag war das so ein lebendes Gefühl. Ich konnte nichts machen. Ich wollte auch nichts machen. Das war dieses am Handy kleben und Nachrichten lesen und immer wieder dieser Gedanke, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Sie haben ja auch zwei Kinder. Ja, ich habe auch zwei Kinder. Haben Sie mit denen in irgendeiner Form? Ja, direkt eigentlich. Also eine Stunde später saßen wir am Frühstückstisch und meine Kinder, die wissen ja sowohl über unsere Familiengeschichte, also die wachsen ja da auf. Wir haben eine Theatergruppe, wo wir die Geschichte der Deutschen aus der Sowjetunion aufarbeiten. Und wir saßen dann am Frühstückstisch und das war so ein Impuls. Dann habe ich gesagt, egal was heute passiert, kein Wort über Russland und outet euch ja nicht als Russlanddeutsche. Ich weiß nicht, das kam automatisch und meine Kinder, die sind aber da schon ja, sehr, wie soll ich das sagen, also nicht erwachsen, aber die verstehen das, also sie können das schon einordnen. Und ich hatte einfach Angst, weil ich nicht wusste, was passiert jetzt. Darf ich kurz fragen, wie alt sind denn Ihre Kinder? Meine Tochter ist 14, mein Sohn ist 10. Und als sie dann zur Schule sind, dann habe ich schon so ein bisschen ja, mit mir selber geschimpft, weil ich dachte, wieso habe ich ihnen jetzt irgendwie vielleicht Angst eingejagt. Ja? Aber ich muss auch dazu sagen, unsere Schule, also die sind beide auf der Selma Rosenfeld Realschule in Eppingen, wir haben wundervolle Schulleitung und wundervolle Lehrkräfte. Da wird so sensibel mit diesem Thema umgegangen. Also diese Angst, diese Unsicherheit ist bei mir wirklich auch mittlerweile weg. Haben Sie da auch andere Beispiele von anderen Schulen gehört, wo es nicht so gut gelaufen ist? Also ich habe so einiges in der letzten Zeit natürlich mitbekommen, weil ich in der russlanddeutschen Community sehr aktiv bin. Und nach dieser Schockstarre am 24. Februar, also mit dieser Wut, was du angesprochen hast, ich habe das Gleiche gespürt, ja. Also diese Wut und wohin jetzt mit ihr? Und ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt was tun. Also habe ich wirklich versucht, auf unterschiedlichen Ebenen dann aktiv zu sein. Und natürlich kommt man dann auch ins Gespräch. Wie schätzen Sie das ein? Werden Familien auch von Russlanddeutschen jetzt auch entzweit? Weil die einen dafür sind und die anderen dagegen? Ja. Die einen Putin-Befürworter, die anderen dagegen? Ja. Es geht ein unglaublicher Riss durch die russlanddeutsche Community. Das kann ich jetzt in den letzten Wochen leider beobachten, weil da natürlich auch diese Meinungen, Haltungen sehr unterschiedlich sind. Und mir ist immer wichtig, das nicht nur zu erwähnen, sondern auch die Hintergründe zu erläutern. Und es sind auch sehr viele Gründe, die kann ich jetzt gar nicht hier alle ausführen. Aber da geraten Familien in riesengroßen Streit. Also da brechen Kinder den Kontakt zu ihren Eltern ab oder umgekehrt. Und während ich das alles beobachte, denke ich mir, Wahnsinn, in der Ukraine verlieren Familien sich gerade gegenseitig, ja. Und wir zerfleischen uns hier. Und man muss auch dazu sagen, also das ist meine Haltung. Ich habe ja von der ersten Stunde an diesen Krieg verurteilt. Ich habe mich ganz klar positioniert, ich habe mich ganz klar mit der Ukraine solidarisiert, mit den Menschen, weil Ukraine ist wirklich in den letzten Jahren so eine Art Heimat auch für mich geworden. Mhm. Und das stößt halt bei manchen auf. Also ist das auch so, dass Sie das Thema in Ihrer Familie, Sie haben ja auch noch Familie in Russland, ja, dass Sie es da auch manchmal gar nicht so ansprechen? Also ich habe ja Verwandte und Freunde und Projektpartner, also Kollegen in Russland. Mhm. Und bei manchen versuche ich das einfach bewusst zu vermeiden. Also ich habe jetzt einfach auch die Erfahrung machen müssen oder bin zu der Erkenntnis gekommen, bei manchen kannst du nichts mehr retten. Die sind so durchdrängt mit dieser putinistischen Propaganda,
da kannst du deinen Mund fusselig reden. Also sie sind so überzeugt und sie reproduzieren auch diese Propaganda im Gespräch mit dir. Sie bringen diese ganzen Argumente, die ich schon 5000 Mal gehört habe. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, ich werde langsam wahnsinnig. Ich werde langsam wahnsinnig, wenn ich meine Energie in diese Diskussionen einfließen lasse. Das bringt gar nichts. Also muss ich irgendwie das anders steuern. Also wir sehen unter Russlanddeutschen, es sind Konflikte da, gibt es Risse. Sie erleben das sehr nah. Sie haben Ihren Kindern spontan gesagt, sagt nicht, dass ihr Russen seid heute. Haben Sie sich selbst auch mal zurückgenommen, Russisch zu sprechen? Tatsächlich. Also das war in den ersten Tagen so. Mhm. Ich bin also durch die Straße gelaufen, hatte einen Termin und habe dann mit meinem Mann telefoniert. Und wir sprechen Deutsch und Russisch. Und wir haben uns wirklich über belanglose Sachen unterhalten. Ja, wir mussten irgendwie was klären jetzt wegen bevorstehenden Terminen. Und dann bin ich in einer kleinen Gruppe Menschen vorbeigelaufen. Und ich hatte das Gefühl gehabt, dass sie sich alle synchron umgedreht haben zu mir. Und in dem Moment bin ich wieder erstarrt und dachte, und dann bin ich sofort wieder ins Deutsche gewechselt. Und dann habe ich mich auch ein paar Mal auch da gefangen, wenn wir irgendwo gelaufen sind oder in der Öffentlichkeit waren, dass ich automatisch Deutsch gesprochen habe, also bewusst Deutsch gesprochen habe, selbst über die einfachsten Dinge, die ich früher, oder wenn ich im Kaufland bin und dann mit meiner Mutter telefoniert habe früher, soll ich das und das mitbringen, habe ich das auch schnell auf Russisch gemacht und mir nie Gedanken darüber gemacht, wie es bei anderen ankommt, weil wir ja alle möglichen Sprachen auch in der Öffentlichkeit hören. Und da habe ich mich wirklich gezielt für die deutsche Sprache entschieden und dann habe ich gemerkt, also irgendwie verursacht das auch einen Schmerz in mir, weil das ist ja meine erste Muttersprache. Also Deutsch natürlich auch, aber Russisch ist meine Muttersprache. Aber man ist so wütend, dass man anfängt, auch dieses Element in sich zu hassen. Und das ist ein, also ich kann das gar nicht erklären, also das russische Element, ja, dass ich aus Russland komme. Aber man sucht sich ja sein Geburtsland nicht aus, ja, oder wo man herkommt. Und Sie lieben ja auch die Sprache, Sie lieben ja die Kultur. Aber in Zeiten, in denen russische Künstler teilweise ihre Engagements verlieren, in denen russische Autoren aus den Schaufenstern entfernt werden, ist das auch eine Situation, wo Sie sich dann abgrenzen von dem Land, das Sie in vielerlei Hinsicht lieben? Ich denke, ich bin da so zerrissen, was das angeht, weil ich durch die Familiengeschichte, man kann sagen, vorbelastet bin. Mhm. Also meine deutschen Vorfahren, die haben das ja in der Sowjetunion erlebt. Sie wurden aufgrund ihrer Herkunft deportiert, enteignet, erschossen, waren in stalinistischen Lager, haben bis 56 in Sondersiedlungen gelebt, die waren jahrzehntelang aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert, also die haben ja das Schicksal mit Millionen Deutschen in der Sowjetunion geteilt. Die deutsche Sprache war verboten, sämtliche Verlage, Bücher, Manuskripte wurden verbrannt, also uns ist ein riesengroßes Stück russlanddeutscher oder deutscher Kultur und Literatur weggebrochen. Wir haben jahrzehntelang gebraucht, um das ein bisschen wieder aufzuholen. Wir hatten eine riesengroße Lücke, wir streiten uns bis heute, ob es die russlanddeutsche Literatur, soll es Begriff gibt. Da waren so viele Wunden offen und auf einmal wird alles aufgerissen, aber jetzt umgekehrt. Das, was meine Vorfahren als Deutsche in der Sowjetunion oder in Russland erlebt haben, erlebe ich hier aufgrund meiner russischen Herkunft in Deutschland. Und das ist natürlich, das löst so viel in mir auf, also dieser Schmerz, der aber von mir selbst sehr oft unterdrückt wird, weil wenn ich sehe, was in der Ukraine passiert, da sind diese Gedanken, wie wagst du es, hier über deine eigene Herkunft oder Identität Tränen zu vergießen, während in der Ukraine Menschen sterben, Frauen und Kinder sterben. Und das ist dieser ständige Kampf, aber dieser Schmerz ist nun mal da und ich kann ihn nicht automatisch abschalten. Wie ist das denn bei Ihnen, Frau Diorova? Sie wissen, es sind ja Russen, die ihre Heimatstadt bombardieren. Wenn Sie hier sind, können Sie zum Beispiel Frau Martin-Virulein offen zuhören oder ist da etwas in Ihnen, das sagt, nee, das geht im Moment nicht? Jemand hat mich heute gefragt, habe ich Hasse zum Russen oder habe ich Hasse zum... ich habe gesagt, nein, ich habe keine Hasse und ich will nur Frieden für die Ukraine. Und es gibt überall gute Menschen und schlechte Menschen. Es gibt nichts zu tun mit Nationalität. Und ich kann nicht sagen, dass ich kann nicht mit dir unterhalten. Es ist doch ein bisschen, wenn du sagst, oh, du bist Russin, dann spreche ich nicht mit dir.
Ich meine, Sie beide interessieren sich für Sprache, Sie beide interessieren sich für Kultur, Sie beide setzen sich ein für Verständigung. Wäre es nicht auch sehr, sehr traurig, wenn zwei Menschen wie Sie, die sich eigentlich gut verstehen können, durch so einen Krieg entzweit werden? Das haben wir ja in der Geschichte schon sehr oft erlebt, wie viele Kriege zerstören. Und das ist auch so ein Gedanke, der mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Wir haben jahrzehntelang gebraucht, diese Versöhnungsarbeit zum Beispiel zwischen Deutschland und Russland zu betreiben. Das hat noch meine Generation erreicht. Also ich habe mich die letzten 10 Jahre an dieser Friedensarbeit beteiligt. Wir haben Projekte gemacht, einen Jugendaustausch, und mit einem Schlag ist alles weg. Und wenn ich daran denke, welche Kluft jetzt zwischen Ukrainer und Russen aufgetan wird, auch zwischen Deutschland und Russland. Wir mussten alle unsere Projekte stilllegen. Also selbst wenn wir wollen würden, könnten wir nichts machen. Und dieser Hass, dieser Krieg wird ja irgendwann mal vorbei sein, hoffentlich jetzt sofort und so schnell wie möglich. Aber dieser Hass, der wird noch jahrzehntelang bestehen. Und dieser Hass, der macht so viel kaputt. Und das haben wir als Deutsche, also meine Vorfahren als Deutsche in der Sowjetunion, die haben das erlebt. Auch meine finnische Familie hat das erlebt. Wirklich nur aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Sprache. Und deswegen, natürlich habe ich eine so gewisse Unsicherheit verspürt, auch in den ersten Tagen. Aber ich muss auch sagen, ich habe Gott sei Dank keine Diskriminierung, keine Anfeindungen erlebt. Liegt vielleicht auch daran, weil die Menschen gesehen haben, wow, die engagiert sich, ja, also die macht was. Ich glaube, es liegt auch sehr viel an uns. Also, was wir machen und eben auch mit der Sprache, wenn wir auf die Sprache zurückkommen. Ich habe irgendwann mal gedacht, ich kann doch nicht meine eigene Muttersprache hassen. Ich muss das jetzt irgendwie positiv besetzen. Also habe ich die Sprache dazu verwendet, den Menschen in der Ukraine oder aus der Ukraine zu helfen, weil das ist die einzige Kommunikationssprache, die wir gemeinsam sprechen. Und ich erfahre so viel Liebe und Wärme auch, also bekomme ich zurück, wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden in der Ukraine telefoniere und sage, ich mache gerade einen Transport fertig, ich suche gerade Hilfe, oder selbst mit fremden Menschen, weil wir haben zum Beispiel auch ganz viel Tierfutter gesammelt, weil ich auch sehr tierlieb bin. Das sind wildfremde Menschen und mit denen schreibe ich und telefoniere auf Russisch und die reagieren mit so viel Wärme und Dankbarkeit. Und auch hier in Deutschland, wenn mich jemand anruft und ich muss jemanden beraten, vermitteln, wie auch immer, dann fragen sie manchmal auch, woher kennen sie so gut Deutsch, weil ich habe schon so gut Russisch, weil ich habe ja einen deutschen Namen. Und dann muss ich das aus mir herauszwingen, ja, ich komme eigentlich aus Russland. Da kommt nie ein Hass. Und ich habe das auch nie übrigens in der Ukraine erlebt. Wenn ich dort war, gab es nie irgendwelche Anfeindungen oder nicht mehr schiefe Blicke. Deswegen. Ich glaube, gerade wegen dem, was Sie auch erzählen, ist es auch so wichtig, dass man auch diese russischen Stimmen wahrnimmt, die sich gerade für die Menschen in Ukraine einsetzen, die sich für Frieden einsetzen. Ich meine, es gibt eine riesige Propagandamaschine von Putin und sehr, sehr viele Menschen, die diese Lügen glauben. Das will ich in keinster Weise kleinreden. Und trotzdem haben wir Menschen, die in Moskau, die in Russland auf die Straße gehen, unter Gefahr für ihr eigenes Leben, unter Gefahr für ihre Freiheit und für Demokratie und für Frieden kämpfen. Und ich glaube, das zeigt ja, das sind universelle Werte und der Krieg von Putin, der gilt eben auch der Demokratie als solcher. Und deshalb sind all die Menschen, die für Demokratie kämpfen, müssen wir sichtbar machen und uns eben auch hier jeder Form von Ausgrenzung entgegenstellen, weil Demokratie gibt es nur ohne Ausgrenzung. Wie wichtig ist es, dass wir selbst in solchen Situationen irgendwie versuchen, im Dialog zu bleiben? Ja, unbedingt. Also während Sie gesprochen haben, habe ich gedacht, naja, wir Deutsche haben das ja auch erlebt, diese Kollektivschuld. Also ich weiß, als junges Mädchen bin ich in Frankreich aus einer Metzgerei rausgeworfen worden, weil ich Deutsch bin, weil ich schuldig geworden bin, weil meine Eltern, Großeltern ja eben diesen Krieg mitgetragen haben, Hitler mitgetragen haben. Und sowas sollte nicht wieder passieren, dass wir alles in einen Topf schmeißen und sagen, Sie sind Russin und Sie sind jetzt mitschuld für die Gräueltaten dieses Putin. Das sind sie nicht. Also ich denke, selbst die Menschen, die ihn unterstützen, können wir auch nicht sagen, sie haben eine Kollektivschuld. Sie sind in der Regel vielleicht wirklich nicht gut informiert. Sie können sich vielleicht auch nicht informieren. Wenn sie wirklich wollten, könnten sie, aber ab einem gewissen Alter oder ab einer gewissen Bildung oder Schicht oder so ist es vielleicht schwierig. Aber wir sollten uns hüten, diese Kollektivschuld, sodass sie sich nicht mehr trauen, Russisch zu sprechen. Also ich habe das mal von jemandem gehört, der in
einen jungen Menschen, der durch Auschwitz gegangen ist und nicht mehr sprechen konnte. Er konnte kein deutsches Wort mehr rausbringen, hat er erzählt, vor Scham. Scham ist kein gutes Gefühl. Also Scham stoppt uns, lässt uns nicht handeln. Und deswegen denke ich, wenn Sie so handeln, ja, miteinander und für ein Ziel, dann können wir das vielleicht vermeiden. Und dass die Kultur und alles, was die Werte sind, dass die nicht verloren gehen. Auf jeden Fall schön, dass Sie hier im Dialog sind und so beieinander sitzen. Nochmal zu Ihnen. Auch Parteien haben ja ihre Herkunft, haben ja ihre DNA. Die Grünen sind aus der Friedensbewegung hervorgegangen. Jetzt werden 100 Milliarden schwere Aufrüstungsprogramme beschlossen. Sehen da die Menschen in Ihrer Partei und an der Basis nicht einen schwer auszuhaltenden Widerspruch? Ich glaube, eine schwer auszuhaltende Situation, aber weil eine Realität, wo wir Krieg in Europa haben, schwer auszuhalten ist. Aber man macht ja Politik für die Realität und nicht fürs eigene Wahlprogramm oder fürs eigene Gewissen. Und ich habe ja zum Beispiel, wenn ich meinen Wahlkreis anschaue, dort liegt die Mutlanger Friedenshütte, also sogar wirklich auch ein Ort der deutschen Friedensbewegung. Petra Kelly war dort früher häufig. Das heißt, ganz viele Menschen, die bei uns eingetreten sind, sind wegen der Friedensbewegung damals eingetreten. Aber ich glaube, dass es schon auch dazugehört, dass man, wie gesagt, bei der Politik auch manchmal seine eigenen Gewissheiten hinterfragt. Aber das geht ja schon sehr weit. Also ich nehme ein anderes Beispiel, Thema globale Menschenrechte. Da steht ja, Sie sagen, man macht die Politik ja für die Realität, nicht nur für Programme. Aber globale Menschenrechte stehen immer wieder in den Parteiprogrammen der Grünen drin. Jetzt kauft Robert Habeck als grüner Wirtschaftsminister in großem Stil Gas ausgerechnet in Katar ein. Also einem Land, in dem Frauenrechte, Menschenrechte insgesamt sehr wenig zählen. Und das soll jetzt die Lösung sein? Wenn es eine bessere Lösung gäbe, würden wir es sofort machen. Das Schwierige ist ja, dass es in diesem Moment keine gute Entscheidung gibt, sondern wahrscheinlich nur die am wenigsten schlechte Entscheidung. Wir haben eine massive Abhängigkeit von Gas aus Russland, von Putins Gas. Das heißt natürlich auch eine Finanzierung, wo wir durch unsere Gelder dieses System, das Machtsystem von Putin finanzieren. Und ich finde, wenn es einen Krieg in Europa gibt, diesen Angriffskrieg von Putin, wir haben gerade gehört, was dieser Angriffskrieg ganz konkret bedeutet, dann muss es die alleroberste Priorität sein, unabhängig zu werden von diesem Gas, dort keine Gelder mehr hinzugeben. Das heißt, wir brauchen Alternativen. Und hätten wir in den letzten 16 Jahren Windkraft ausgebaut, Solarkraft, dann hätten wir andere Alternativen. Trotzdem, ich sag trotzdem, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Und natürlich muss man in der Politik auch Kompromisse machen. Aber Geschäfte machen mit Katar, gibt es nicht auch Kompromisse, bei denen man seine Seele verkauft? Die Frage ist ja, wie gesagt, was wäre die Alternative? Weiterhin das russische Gas nutzen? Das ist es für mich nicht. Wie gesagt, wenn wir andere Möglichkeiten hätten, ich bin zu allem bereit, wir werden die Windkraft so schnell ausbauen, wie es selbst für uns als Grüne gar nicht vorstellbar gewesen wäre, noch vor einem Jahr. Die Solarenergie, Biomasse, alles. Aber es reicht von der Geschwindigkeit her nicht, dass wir damit jetzt aussteigen können aus russischem Gas. Und ich will nicht, dass wir noch mehrere Jahre darauf warten, sondern dass wir es so schnell wie möglich machen. Aber natürlich, und da stimme ich Ihnen ja dazu, mir tun diese Bilder auch weh, wenn ich sie sehe, darf es nicht darum gehen, alte Abhängigkeiten durch neue Abhängigkeiten zu ersetzen. Das heißt, es muss damit verbunden werden, dass wir komplett rausgehen aus diesen Fossilen. Weil wir gesehen haben, dass eben Gas, Kohle, Öl, das sind immer Mittel, die von autoritären Regimen genutzt werden können, um Geschäfte zu machen. Das sind immer Mittel, die uns abhängig machen. Und deshalb müssen wir uns endlich von diesen Fossilen verabschieden, wenn wir unabhängig werden wollen und auch wenn wir wirklich glaubhaft für Menschenrechte einstehen. Darf ich mal eine Frage dazu stellen? Also ich bin politisch überhaupt nicht besonders bewandert. Ja. Deswegen halte ich mich da auch meistens zurück. Aber ich verstehe das noch, wirklich noch nicht so richtig. Ich stelle die Frage nicht konfrontativ, sondern weil es mich interessiert. Wir wollen ja kein Gas mehr von Putin, um sozusagen ihn zu schwächen und ihm zu zeigen, hey, du kannst mit uns nicht anders nicht alles machen. Und wir sind gegen die Menschenrechtsverletzung von Katar, die komplette Politik, sagen also, okay, das, was die machen, ist falsch. Und jetzt ist aber das, was sie machen, nicht mehr ganz so falsch, weil wir das jetzt gerade brauchen, weil wir von denen was kaufen müssen. Also ich verstehe was Sie sagen, diesen Kompromiss. Ich kapiere den nicht so richtig, weil wir stärken doch eigentlich dadurch dann jetzt wieder
einen anderen Staat, der Menschenrechte verletzt, so wie es Putin in großen Stilen in der Ukraine macht. Wie gesagt, ich bin kein Politiker. Ich frage das wirklich nur, weil ich es einfach nicht richtig verstehe. Der Unterschied ist, dass sie keinen Krieg führen, sagt man ja immer. Ne? Aber bisher, ja. Also ich denke, es ist halt auch eine gewisse Heuchelei. Und das wird nie diskutiert. Ja. Natürlich brauchen wir das Gas. Und natürlich würden vielleicht viele Leute arbeitslos. Ich will es gar nicht runterfahren. Aber wurde das je diskutiert, wie viel Opfer wollen wir denn bringen, um wirklich die Ukraine zu unterstützen oder um also die Opfer, die dann auch schmerzen, ne? Also dass wir halt wirklich unseren Wohlstand aufs Spiel setzen und so weiter. Ich will jetzt das nicht ausbauen. Noch einmal Frau Lang und dann würde ich gern. Also vielleicht einmal zu der Frage, weil das ist ne, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben nicht so viel mit Politik zu tun, das ist die grundpolitische Frage, vor der wir gerade stehen. Ja. Also was können wir sozusagen auf uns nehmen, um unabhängig zu werden? Und ja, wir stärken damit in gewisser Weise jetzt einen anderen Staat, wo ich sagen würde, das ist an sich nicht richtig, das zu tun in diesem Moment. Aber für mich ist es eine Abwägung. Wie gesagt, wir haben leider nicht die Quellen ausgebaut, vor allem bei Erneuerbaren, die sagen, wir brauchen keins von beiden. Und dann ist für mich in dem Moment der Staat, der gerade einen unfassbaren Angriffskrieg führt, schlimmer. Und dann sage ich, dann machen wir kurzfristig, nehmen wir das Gas von einem anderen Ort, um dort rauszukommen. Aber genau aus allem, was Sie gesagt haben, müssen wir komplett weg von Gas, weil das wird immer wieder die Falschen stärken. Das wird uns immer wieder abhängig machen. Und vielleicht einen letzten Satz zu dem, was Sie gerade angesprochen haben. Ich glaube, das ist auch was, worauf wir uns einstellen werden. Wir werden die Auswirkungen dieses Krieges, wenn wir auf die Preise schauen, zum Beispiel hier, wir werden die hier spüren und wir werden auch hier Wohlstandseinbußen haben. Wir müssen dann aber schauen, dass sie gerecht verteilt sind, dass sie nicht bei denen ankommen, die heute schon in Armut leben, die eh schon am wenigsten haben, sondern dass wir die unterstützen und dass die, die es aber können, auch ihren Beitrag leisten. Wir kommen zu einem anderen Thema, bleiben aber auch bei den kulturellen Wurzeln, die wir ja auch schon angesprochen haben. Herr Sell, alias Is, Sie sind in Windhoek geboren, der Hauptstadt von Namibia. Beschreiben Sie mal, wie Sie aufgewachsen sind. Holen Sie uns mal rein in Ihre Kindheit. Die ganzen Gespräche waren so schwer gerade. Ich muss erst mal ein bisschen... Ja, erst mal durchatmen. Ja, erst mal durchatmen, ja, weil meine Kindheit war... Namibia ist... hat die älteste Wüste der Welt. Das heißt, wir haben extrem viel Sonne, 320 Tage im Jahr gefühlt Sonne. Das heißt, man ist sehr viel draußen, man spielt sehr viel im Busch, baut Hütten und so weiter. Also ist viel mit den Eltern auch rausgefahren in die Wüste und einfach frei wild irgendwo gecampt, Feuer gemacht, Schlafsack einfach auf den Boden gelegt, abends Sternenhimmel geguckt, der extrem viele Sterne, Milchstraße konnte man immer sehen, das war für uns normal. Bis das erste Mal nach Deutschland kam, so, wo ist die Milchstraße, warum sehe ich die nicht? Also sehr, sehr nah an der Natur. Haben Sie sich vor allen Dingen in einem deutschen Umfeld bewegt oder wie war das? Gemischt. Klar, meine Eltern, also ich bin die fünfte Generation in Namibia aufgewachsen. Meine Vorfahren kamen 1886 da um den Dreh nach Namibia. Namibia war eine deutsche Kolonie für knapp 19 Jahre. Das heißt, mein Kindergarten war ein deutscher Kindergarten. Und dann die Schulen, Oberstufe war dann Englisch komplett gemischt. Also meine Klasse, meine Sub-A-Klasse war die 1990, wurde ich eingeschult, war die erste Klasse, wo Namibia unabhängig wurde, wo schwarz-weiß alle Hautfarben gemischt wurden. Davor war das, hat man das nicht gemacht. Wie sehr beschäftigen Sie sich mit der Geschichte des Kolonialismus, auch mit der Geschichte Ihrer Familie darin vielleicht? Sehr viel, sehr viel, weil ich bekomme hier in Deutschland auch sehr viele Fragen gestellt. Also wenn man so rumläuft wie ich, dann sagen, hey, das ist ein bisschen zu bunt und das ist zu afrikanisch und das ist Cultural Appropriation und so weiter. Aber ich sage, ja, aber ich bin Namibianer, ja, ich habe weiße Haut und ich spreche auch ohne Akzent Deutsch. Mein Deutsch war damals viel schlechter, als ich nach Deutschland gekommen bin, aber ich habe verbessert. Ich bin da sehr tief. Immer wenn ich nach Hause komme, nach Namibia, dann sitze ich mit meiner Oma und sage, erzähl mir, wie war das damals, als deine Mutter dann mit dem Ochsenwagen mitten da in den Busch gefahren ist und dann die Hütte aufgebaut hat und so weiter. So. Wie wichtig ist das auch, wenn wir sagen, keine Zukunft ohne Herkunft, uns da auch kritisch Gedanken zu machen? Was war, wo wir herkommen? Ja, ich finde das sehr wichtig, weil wenn Sie das ausblenden würden, würden Sie einen großen Teil dieser Geschichte und auch der Geschichte der Familie ausblenden. Und ja, Sie sagen ja, Sie werden ja konfrontiert damit heute, also immer mal wieder. Ja. Und
Das ist wichtig, sich dazu zu positionieren. Wie stehe ich dazu? Wenn wir Sie hier so sehen, dann müssen wir einfach sagen, dass Sie eine große Karriere gemacht haben, auch in Namibia. Wie viele der 2,5 Millionen Einwohner kennen Sie dort? Das ist so weird. Glauben Sie? Aber ja, egal, ob ich in ein ganz kleines Dorf komme, wo nur 20 Leute leben, dann denke ich mir, ah, okay, cool, hier kennt mich keiner, ich kann einfach mein Ding machen. Und dann kommt irgendeiner um die Ecke und, ah, Foto, Foto. Ich so, was? Es ist halt komisch, wenn ich ins Land einreise und direkt die Person am Stempel drauf mache, gucken die mal hoch, ah, please, welcome home. Du weißt also, ja, es ist ein kleines Land, wenn man da lange aktiv ist und einfach das liebt, was man macht, das strahlt aus. Meine Musik ist halt sehr tanzlastig, sehr Lebensfreude verbindend, also auch sehr uniting. Also es bringt, bei meinen Shows ist es so, es kommen alle Menschen. Darüber wollen wir jetzt nicht nur reden, ne? Das will man auch hören und das will man sehen. Deshalb Sie jetzt erstmal in Aktion. Diese Musik. Und was sagt die Runde? Erster Eindruck von ihm? Super cool. Also, to be honest, als ich dich zuerst gesehen habe, hatte ich das Gleiche, was wahrscheinlich vielen anderen in den ersten 7 Sekunden so einfällt. Mensch, und das ist eigentlich situationsrassistisch fast, was ich jetzt sage. Ja, Entschuldigung. Aber ich dachte so, jetzt muss man nicht so bunt rumrennen und so. Ja. Dann habe ich auf Google so ein bisschen geguckt, mir die Gäste angeguckt und habe gesagt, ah, okay, alles klar. Also, von da und jetzt, wo ich diese Performance da gesehen habe, das ist natürlich, also in dem Augenblick wird es noch mal mehr und ich entschuldige mich noch mal, dass ich vorher darüber nachgedacht habe, aber es noch mal mehr sau authentisch. Also weißt du, da glaubt man ihm jede Bewegung, jedes Wort, jede Mimik in dem, was du da machst. Also, aber trotzdem, der erste Eindruck ist ja auch einer, über den man reden kann. Was ist das für eine Musik? Die heißt Kwaito. Das ist die bekannteste Musik im südlichen Afrika. Das ist eine Mischung aus, wenn man das beschreiben müsste, aus House, Reggae, Hip-Hop. Kam alles wurde damals in den Containern gepackt, was hier in Europa und Amerika nicht verkauft hat. Schickt das nach Afrika. Wir haben dann da Container aufgemacht und haben dann geguckt, okay, das ist cool, aber wir machen unseren afrikanischen Rhythmus dazu. Mhm. Und das ist eine Mischung aus sehr vielen... Sind da auch Einflüsse dabei, die in der Apartheid entstanden sind? Also die von Schwarzen auch entwickelt und gelebt wurden? Kwaito ist entstanden in der Anti-Apartheids-Bewegungsphase. Also es war die Phase, wo Leute auf die Straßen gegangen sind mit Vuvuzelas und gepfiffen haben, getanzt haben. Da kommt auch der Panzula, der Tanz auch her. Aber das ist doch genau der Punkt, ne? Also haben Sie am Anfang auch im Kopf gehabt, kann ich jetzt als Weißer mir diese Musik nehmen, die für Apartheid steht, die ja für für einen Hintergrund steht und mich da draufsetzen sozusagen? Haben Sie sich diese Gedanken gemacht? Ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Meine Eltern haben mich so groß gemacht, dass wir Menschen sind alle gleich. Es gibt gute und es gibt böse Menschen oder die Gutes wollen oder Böses wollen. Und für mich, ich bin dann mit der Musik aufgewachsen. Am Anfang war es schon sehr ungewöhnlich. Was waren denn die Reaktionen? Gab es denn da schon so in dieser Richtung auch mal einen Gedanken, da kommt jetzt der Weiße und macht da einen auf... Ich weiß noch, meinen ersten Fernsehauftritt auf namibianischem Fernsehen, die waren sehr vorsichtig, weil die haben gedacht, okay, das ist bestimmt ein Schauspieler und der macht hier eine Show. Will uns alle so ein bisschen verarschen. Also ob von weißer Seite, von schwarzer Seite, egal was. Und das hat so, ich würde sagen, so ein Jahr gedauert. Und dann irgendwann hat das dann so direkt geklickt und die haben gemerkt, nee, das ist er, das ist, was er macht, das ist, was er fühlt. Und er will diese Musik machen, weil er damit aufgewachsen ist. Ist das richtig, dass auch der Präsident von Namibia Sie in gewisser Weise unterstützt? Genau. Ich habe halt die Flagge, ich gehe halt wo immer ich bin, auf dem,
auftrete, gehe ich halt immer mit Flagge. Und man darf in Namibia offiziell nicht die namibianische Flagge irgendwo auf den Schuh machen oder auf ein T-Shirt und so weiter. Aber ich habe es einfach durchgezogen und immer wieder. Und nachher kam das so in einen, haben die Medien darüber berichtet und gesagt, eigentlich darf der East das nicht, der darf nicht mit Flagge auf die Bühne, der darf das nicht auf seine Cap machen und so weiter. Und dann hat the Office of the President haben mir dann einen offiziellen Brief geschrieben, dass ich eine Ausnahme habe und das machen darf. Und das ist für mich natürlich eine große Ehre. Deswegen gehe ich mit noch mehr Stolz raus in die Welt und sage, ich bin Namibianer und ich zeige euch, wie schön Namibia ist. Und Sie haben ja auch alle mitgenommen offensichtlich in dem Land. Das spricht dafür, dass, was Sie sagen, dass es auch authentisch wirkt und auch auf alle dort authentisch. Und es ist so authentisch, krass, dass du eigentlich, also dass es Menschen gibt, die dann erstmal den Beweis haben wollen. Weißt du, so, ja, das passt doch nicht. Ja. Zeig doch mal. Also, das ist es. Wir Menschen sind echt strange. Ja, aber so ist das. Ist ja eine große Diskussion. Ja, natürlich. Ne? Jetzt hier in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern, in den USA, da geht es um kulturelle Aneignung ja auch. Also können weiße Rasterlocken tragen, ja? Oder wie sieht es aus mit weißen Übersetzerinnen und Übersetzern? Mhm. Können die, dürfen die Bücher, Gedichte von Schwarzen übersetzen? Können Sie das verstehen? Es gibt ja viele, die vehement dagegen sind. Können Sie das verstehen? Bedingt. Also das sind schon Auswüchse manchmal, wo ich denke, also da guckt man nicht mehr hin, welcher Mensch ist jetzt das, der jetzt ein Gedicht übersetzt zum Beispiel. Also welche Kompetenzen bringt er mit, welche Einfühlungsfähigkeit bringt er mit. Also ich kann ja nicht jemanden qua weiß oder schwarz oder gelb eine Qualität absprechen, die er hat. Aber ich denke, es kommt auf die Glaubwürdigkeit an. Und die wird oft gar nicht mehr ins Kriterium gezogen. Und Sie sind glaubwürdig, weil Sie sind dort aufgewachsen. Sie haben die Bewegung, Sie können die Sprache, Sie sind da authentisch. Und so kann ich mir auch eine Übersetzerin vorstellen, die authentisch ist, auch wenn sie jetzt nicht dort geboren ist. Das sind schon Auswüchse im Moment. Um mal rauszufinden, wie das war, als Sie nach Deutschland gekommen sind. Wie lange war niemand aus Ihrer Familie mehr in Deutschland? Über fast 130 Jahre. Okay. Das ist ja eine gewisse Zeit. Was für ein Bild hatten Sie denn von Deutschland? Namibia selber haben wir 13 Hauptvölker. Mhm. Und da wird einem immer gesagt, oh, du bist Deutscher. Okay, alles klar, ich bin Deutscher. Und dann kommst du das erste Mal nach Deutschland und dann merkst du ganz schnell, nee, du bist kein Deutscher. Ja. Weil all die Witze, die du auf dem Pausenhof in Afrika gemacht hast, lacht hier keiner. Und so weiter. Und das, die Art, wie du denkst, einfach das Leben zu leben und nicht zu viel hier, sondern mehr von hier und einfach, das ist hier ein bisschen andersrum. Deswegen, was Sie gerade gesagt haben, dass man zu viel denkt, ah, darf der das, weil der eigentlich, hey, just let it go. Was haben Sie denn in Namibia dann mit Deutschland verbunden? Vor allen Dingen die Sprache oder bestimmte Feste oder was war das, was Sie hauptsächlich noch? So Karneval und Oktoberfest und Bier und so weiter in die Richtung. Wir in Namibia, wir feiern schon Deutschland. Es war manchmal so, dass ich, dass ich gedacht habe, die Leute in Namibia finden Deutsche cooler als die Deutschen sich selber. Weil die sagen, nein, wir laufen da mit Trikots rum, mit 4 Sterne, yay, Deutschland! Und so, und das, aber es war schon komisch für mich, das erste Mal hinzukommen, weil Leute sehen dich und denken direkt, okay, du bist Deutscher, du sprichst halt ohne Akzent. Wie gesagt, mein Deutsch war ein bisschen schlechter damals noch, aber du kommst hier an und du bist noch nie mit einer Bahn gefahren. Das heißt, erzählen Sie mal, wie war die Situation? Ja, genau? Ich weiß noch, ich stand das erste Mal in Köln und ich musste von Südzollstock irgendwie nach Mülheim kommen. Da war mein erster Job und ich stand da und dann mit einem Kumpel, der war auch aus Namibia, und wir standen da und dann haben wir diese ganzen bunten Striche nicht verstanden, wo die hingehen. Dann sind wir zur älteren Dame hin und so, Entschuldigung, können Sie uns mal erklären, wie funktioniert diese Bahn hier? Und dieser, ja, aber junger Mann, bist du in die Bahn gefahren? Nee, ich komme aus Afrika. Ja, die Jugend. So. Wenn mich nur verarschen hier so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben die Sonne geguckt und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt hier einfach an diesem Fluss, der immer läuft, bei uns haben wir keine Flüsse, die so wirklich immer laufen innerhalb des Landes, immer hochlaufen, sind wir 2 Stunden gelaufen, haben dann zwar spät zur Arbeit und haben es dann geschafft, aber auch so das erste Mal Sperrmüll, wenn du einen Fernseher bei uns auf der Straße siehst, dann wurde gerade irgendwo eingebrochen, die Polizei kam, der Typ hat das stehen gelassen und ist gerannt und dann stand dieser Fernseher da. Und dann habe ich mich da hingestellt und die Deutschen sind vorbeigelaufen und ich so, ey Leute, ihr wurde gerade eingebrochen. Aber ich passe den Fernseher auf, bis die Polizei kommt. Und die gucken mich alle so an. Das ist Sperrmüll. Ich so, was ist Sperrmüll? Ja, das wollen Leute nicht mehr haben, das stellen die einfach raus. Ich so, was? Fernseher?
Kannst du mitnehmen, okay. Dann habe ich erstmal SMS damals noch geschrieben. Ey Leute, Deutschland, Schlaraffenland, hier stehen Fernseher auf der Straße. So mitgenommen, im dritten Stockwerk, angeschlossen, so tsch, geht nicht. Ja, okay. Dann wusste ich, warum der auf der Straße steht. Da war es dann klar. Ja. Würden Sie heute sagen, Sie tragen beide Kulturen in sich? Doch, auf jeden Fall. Ich lebe schon eine Weile in Deutschland. Und ich habe gefühlt so eine Brücke gebaut zwischen zwei Kontinenten. Ich kann gut die Afrikaner verstehen, ich kann aber auch oft die Deutschen verstehen. Und ich versuche das so ein bisschen, die einen ein bisschen in die Richtung zu ziehen. So die Afrikaner, ey, wir müssen ein bisschen besser organisiert sein, wir müssen besser. Und den Deutschen, ey, relax, chillt, hört mal mehr Musik und ja. Ja, das wollte ich gerade. Welches Lebensgefühl würden Sie gerne nach Deutschland importieren? Einfach mehr, wie ich eben schon, mehr Leben. Und das Leben genießen, anstatt zu viel planen und hier oben zu denken, ist das richtig, was ich mache? Darf ich das? Ist es, hey, man lebt nur einmal. Leb. Genau. Wie die Herkunft unser Leben bestimmt. Danke an Sie, Is. Danke nochmal an alle hier in der Runde, besonders nochmal auch an Sie, Frau Dehrova. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema die Suche nach dem perfekten Ich. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Und danke nochmal.